Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in Rostock zur Feier des 20. Kommunikatorpreises. Ich bin Günther Ziegler. Ich habe das Vergnügen, uns alle heute hier durch den Abend zu führen. Ich denke, die haben mich gefragt, unter anderem, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, hier die Preisträgerinnenrede halten zu müssen. Und da werde ich sozusagen langsam uns hinbegleiten. Den Auftakt hat das Gitarrenduo Enip für uns präsentiert. Was Enip heißt, weiß ich auch nicht. Das ist eines der ganz großen Geheimnisse. Die beiden Gitarristen, Timo Bautsch, die beiden Gitarristen sind beide Alumni der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Das bietet mir die Gelegenheit, erstens Danke zu sagen für die Gastfreundschaft hier heute Abend und speziell zu begrüßen die Rektorin Frau Winnacker, wenn die da ist. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Jawohl, danke schön. Die beiden Gitarristen, der eine ist Timo Bautsch, was nicht im Programmheft steht, der hat 3 Semester Wirtschaftsmathematik an der TU in Berlin studiert, woraus man einerseits sagen kann, das ist einer von etlichen Mathematikern, die hier heute auf der Bühne stehen. Andererseits finde ich es immer besonders toll, wenn die DFG eben einfach auch Studienabbrechern eine Bühne bietet, und das ist hiermit eben auch schon geschehen. Der andere von den beiden ist Oliver Heinze. Für den steht schon in der Programmkarte, die Sie ja bekommen haben, gar nicht drin, dass er wirklich sein Studium abgeschlossen hat. Hat er aber nach allem, was ich weiß. Zumindest findet man im Internet die Ankündigung für sein Prüfungs- und Abschlusskonzert. Aus Musik kann man ja sehr vieles lernen. Zum Beispiel auch, dass die Themen, mit denen wir heute zu tun haben, Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsskepsis, diese Art von Themen ja nicht wirklich neu sind. Das gab es auch schon früher, auch vor den aktuellen Debatten um Fake News und Fake Science. Das klingt dann in etwa so: On ITV and BBC, they talk about the curse. Philosophy is useless. Theology is worse. History boils over. There's an economics freeze. Sociologists invent words that mean industrial disease. Also alle, die meine Generation sind, müssen das eigentlich noch kennen. Wer kennt's? Wem kommt's bekannt vor? Dire Straits, Industrial Disease. Ich würde sagen, einfach nochmal nachhören. 1982, es ist eine ganze Weile her. Ziemlich düster und eben doch noch ziemlich aktuell. Dem Ganzen will ich natürlich gerne auch was Positives entgegensetzen. Also was Positives, es klingt dann in etwa so, wiederum Zitat: Es ist gut, dass die Menschen grundsätzlich positiv auf Wissenschaft und Forschung blicken. Dieses Vertrauen ist gerade in Zeiten von Fake News ein hohes Gut und muss erhalten werden. Es ist deswegen eine große Herausforderung, die Ergebnisse von Wissenschaft verständlich zu kommunizieren und den Mehrwert der Forschung für die Gesellschaft noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Mir ist bewusst, dass hier schon viel passiert und auch, dass insbesondere die Grundlagenforschung keine leicht zu erklärende Materie ist. Dennoch lohnt es sich immer wieder zu schauen, wie die Menschen auch bei neuen Themen begeistert und mitgenommen werden können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits stark in der Kommunikation sind, sollten dafür mehr Anerkennung erfahren. Ende des Zitats. Wer spricht? Die Stimmlage könnte einem ja inzwischen bekannt vorkommen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek letzten Herbst bei der Vorstellung des Wissenschaftsbarometers 2018. Ich mache da jetzt keine Textanalyse, das ist nicht die Abteilung für heute, aber ich wollte 4 kleine Bemerkungen zu eben auch diesem Text machen. Da hieß es, die Grundlagenforschung sei keine leicht zu erklärende Materie.
Also Bemerkung 1, das stimmt. Und insbesondere, also ich habe bei meinem Kommunikator-Vortrag, das ist nur 11 Jahre her, habe ich gesagt, das Zeugs, was wir erklären, ist schwierig. Ich sage, das ist leider schwierig und darauf sind wir stolz. Aber Grundlagenforschung, Sachen zu erklären, das ist schwierig. Das müssen wir als Voraussetzung festhalten. Zweiter Ausschnitt, es war davon die Rede, die Ergebnisse der Wissenschaft verständlich zu kommunizieren. Dazu die Anmerkung, das ist nicht nur schwierig, das ist fast unmöglich. Wenn wir wirklich versuchen, das zu erklären, wenn verständlich heißen soll, dass man es dann am Ende verstanden hat, also dann kommen wir wieder zurück, das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen auch erzählen und es geht auch nicht nur darum, Ergebnisse zu präsentieren, erklären, erzählen, sondern es geht darum, den Prozess darzustellen. Also Wissenschaftskommunikation hat da eine Menge zu leisten. Numero 3, da war die Rede davon, Zitat, den Mehrwert der Forschung für die Gesellschaft noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Die Gesellschaft muss natürlich merken, dass die Wissenschaft für was gut ist und eine Menge leistet und Grundlage für alles ist, was wir machen. Andererseits, wenn diese Betonung auf den Mehrwert eben dann heißen soll, dass das Geld am Ende für die Grundlagenforschung nicht mehr da ist oder dass alles unter diesem anwendungsbezogenen Duktus kommen muss, dann müssen wir uns eigentlich dagegen verwehren. Also es ist immer gut und wichtig, die Grundlagenforschung und die Wichtigkeit und die Förderung dafür zu betonen, das haben wir letzte Woche noch mal wörtlich von der Kanzlerin in Berlin gehört. Das ist eine Sache, die steht. Vierter Ausschnitt aus dem kleinen Text, den ich brachte, der sagte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits stark in der Kommunikation sind, sollten dafür mehr Anerkennung erfahren. Das klingt eigentlich nach sowas wie dem Kommunikatorpreis und dafür sind wir da heute Abend. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt das Vergnügen, einfach mit ein paar Gesprächsgästen, die Sie alle kennen, einer nach dem anderen hinzuführen zur Preisverleihung. Den ersten, den ich dafür auf die Bühne bitte, ist DFG-Präsident Peter Strohschneider. Einen Applaus, bitteschön. Herr Strohschneider. Schön, dass Sie da sind. Über Wissenschaftskommunikation kann man natürlich eine Menge sagen. Machen Sie einen Auftakt? Also ich mache einen Auftakt. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Lieber Herr Ziegler, ich will die Frau Zweig herzlich begrüßen, wegen der wir das irgendwie ja alles veranstalten. Schön, dass das möglich war. Es gibt frühere Kommunikatorpreisträger. Sie haben das schon in aller Dezenz angedeutet. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere Kommunikatorpreisträger. Ob die da sind, kann ich nicht sehen, weil ich so geblendet bin. Also ich weiß, dass Udo Günthöcklin da ist. Den kann ich auch nicht sehen. Und er hat, da ist er. Er hat, sollte vielleicht da sein. Ich wollte die Mitglieder der Jury begrüßen, die ersichtlich schon vor 11 Jahren wie auch heute genau das Richtige. Da brauchen wir jetzt keinen Running Gag draus machen, Herr Strohschneider. Genau das Richtige getan hat und dass das so ist, das hat auch mit der Arbeit der Vorsitzenden zu tun, Julika Griem, der ich herzlich danken will dafür, dass und wie sie diese Aufgabe übernimmt. Und dann will ich Herrn Barner herzlich begrüßen und sagen, dass es auch im 20. Jahr des Kommunikatorpreises ein besonderes Vergnügen und eine Ehre ist, dass der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschungsgemeinschaft das gemeinsam tun können. Die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation
zu betonen, auch in der Form einer solchen schönen Preisverleihung. Und diese Bedeutung, das haben Sie ja gerade in dem Zitat schon einmal zusammengefasst gefunden, diese Bedeutung hat natürlich damit zu tun, dass Wissenschaft und Forschung irgendwie übersetzt werden müssen, und eher kommt es auf das Wie an als auf das Das, dass die Methoden und Bedingungen gezeigt werden können müssen, die Prozesse, in denen wissenschaftliches Wissen entsteht und kommuniziert wird. Und das ist ein ziemlich herausfordernder Prozess, weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der es gar nicht so einfach ist zu sagen, was eigentlich allgemein verbindliches Wissen sei und wie man umgeht mit all den Kontexten, in denen Wissen, das mit einem gewissen Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit daherkommen darf, weil es nämlich methodisch gewonnenes Wissen ist, wie man in diesen Kontexten umgeht mit den Hoffnungen, mit den Ängsten, mit den Machtinteressen, mit den Deutungskonflikten, den Deutungskonkurrenzen, mit Vorurteilen, mit Ressentiments, mit Klischees, die uns ja in der Tat nicht erst in den letzten Jahren beschäftigen, sondern die in einer gewissen Weise die Geschichte der Wissenschaft immer begleitet haben, aber mit der wachsenden Bedeutung von Wissenschaft für alle Formen des öffentlichen, des gesellschaftlichen, des privaten Lebens auch neue Formen angenommen haben. Und wie geht man um mit den Unsicherheiten, mit den Grenzen, mit den Ambivalenzen wissenschaftlichen Wissens, mit dem Status wissenschaftlichen Wissens und was für Bilder von Wissenschaft sind es denn, die man bestätigt oder irritiert, die man aufbaut oder zerstört, wenn man über Wissenschaftskommunikation spricht. Und die Antwort auf solche Fragen, die ist manchmal ja ganz einfach. Anfang des Jahres in der Feinstaubdebatte, würde ich sagen, war das eine vergleichsweise einfache Antwort. Da sind ein paar Pseudowissenschaftler aufgetreten, die sind vom, sozusagen vom Mediensystem zum Hype hochgejatzt worden, und ein Verkehrsminister, dem die ganze Richtung nicht passt, hat das benutzt, um die Wissenschaft sozusagen zu delegitimieren. Das Fachwort dafür heißt Agnotology. Das ist ein vergleichsweise einfacher Fall, um diese Komplexitäten zu beschreiben. Andere Fälle sind viel komplexer und zeigen, wie schwierig die Übersetzungs-, die Sensibilisierungsleistungen der Wissenschaftskommunikation sind und wie sehr sie auch mit den Risiken des Missverstehens oder auch des Scheiterns einhergehen können, nicht anders als die Wissenschaft selbst. Und weil das alles so komplex ist, deswegen ist es wichtig, dass der Kommunikatorpreis dieses Jahr eine Preisträgerin hat, die vorführt, wie man es wirklich macht und nicht aus irgendeinem abgelegenen Bereich, sagen wir, wie dem der Altgermanistik, sondern aus einem Bereich, der in diesem ganzen, also für Altgermanisten ist ein Zentralbereich, aber eben für Mathematiker zum Beispiel ist es eher ein abgelegener Bereich. Aber so ist es immer, die Welt ist eben polyperspektivisch und wir können nicht alle denselben Beobachtungspunkt einnehmen. Künstliche Intelligenz, Informatik, das ist jedenfalls ein Bereich, wo auch angesichts der öffentlichen Bearbeitung der Themen, um die es dort geht, man besonders deutlich beobachten kann, wie schwierig, wie riskant, mit wie viel Raffinesse Wissenschaftskommunikation betrieben werden muss. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Kommunikatorpreis verleihen. Haben Sie den Eindruck, dass die Wissenschaft heute mehr Druck hat und spürt, zu kommunizieren? Oder erleben Sie, dass das sozusagen eigenes Interesse und eigener Antrieb ist, zu sagen, wir müssen eben einfach nicht nur machen, sondern auch präsentieren, erklären, erzählen und so weiter. Also ich würde sagen, auf der Seite der Wissenschaft, gibt es das eine und das andere. Es gibt ja extrovertierte Wissenschaftler und introvertierte Wissenschaftlerinnen. Und das ist vielleicht nach Konstitution auch ganz unterschiedlich und darf auch so sein. Ich finde es ganz schlecht, wenn gewissermaßen jeder Mann und jede Frau im Wissenschaftssystem unter einen Dauerimperativ gesetzt wäre, das zu machen. Und es gibt auch Leute, die öffentlich so kommunizieren, dass das Wissenschaftssystem gar kein Interesse daran haben kann, dass sie von ihm sozusagen öffentlich vertreten werden. Ich glaube, das würde ich sagen, so viel Wahrheit muss schon in einer Wissenschaftsveranstaltung möglich sein. Ich würde aber doch sagen, dass es ein wachsendes gesellschaftliches
sagen wir, einen wachsenden Imperativ zur Erklärung gibt. Der hat mit der Expansion des Wissenschaftssystems zu tun. Ich würde auch sagen, mit der Expansion des Personals, der Kosten, der Wissensansprüche von Wissenschaft und auch damit, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ganz generell von in meiner Formel von systemischen Verantwortlichkeiten auf individuelle Accountabilities umgestellt wird. Und die haben etwas damit zu tun, mit einem Dauerimperativ. Jetzt sag mal, warum du das machst und wem das etwas nützen soll, wie das bei den Dire Straits parodiert worden ist. Gut. Also zu den, ich hätte da vorhin jetzt gerade nach Beispielen gefragt, aber das machen wir vielleicht später. Stattdessen bitte ich den Präsidenten des Stifterverbands zu uns auf die Bühne, Herrn Barner, der uns vielleicht auch einfach ein paar Bemerkungen zur Preisträgerin schon machen kann, die er ja kennt. Ja. Ganz herzlich möchte ich Sie auch von meiner Seite aus zur Preisverleihung begrüßen. Die Preisverleihung des Kommunikatorpreises ist eigentlich jedes Jahr eine Freude, inspirierend, unterhaltsam und mit am wichtigsten, man lernt dazu, nicht zuletzt durch die guten Vorträge der Preisträgerinnen und Preisträger. Vorträge also von Persönlichkeiten, die gute Forschung mit guter Lehre verbinden und überzeugende Kommunikatoren sind. Allein Ihr Werdegang, Frau Zweig, ist aus meiner Sicht exemplarisch schön. Sie zeigen, dass man Biochemie mit physikalischer Chemie und Physiologie studieren kann, um dann letztendlich zur Entwicklung und dem Einsatz von Algorithmen zu forschen. Frau Griem, die Juryvorsitzende, wird dies sicherlich detaillierter beleuchten. Wichtig ist mir dabei, dass dieses Beispiel zeigt, wofür Universitäten stehen können und stehen sollten. Für Breite in der Ausbildung, für die Öffnung der Perspektiven, idealerweise damit verknüpft, Ort der kritischen Diskussion zu sein. Also nicht primär Orte, an denen in kürzester Zeit stromlinienförmig das Studium abgeschlossen werden kann, um dann möglichst sich immer weiter spezialisieren zu forschen. Natürlich ist beides wichtig, Breite in der Ausbildung und später dann auch der Tiefgang in der Forschung. Nun zurück zu Ihnen, Frau Zweig, Sie vertreten ein Thema, das wie kein anderes die Veränderung unserer Gesellschaft und unseren Alltag beeinflusst. Wenn wir Informationen im Internet suchen, Urlaube buchen oder uns digital vernetzen, sind wir mit Algorithmen konfrontiert. Sie entscheiden nicht nur, welche Informationen uns angezeigt werden, sie bewerten beispielsweise auch, ob uns eine Wohnung vermietet werden kann oder greifen in Bewerbungsverfahren ein. In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des Instituts für Demoskopie Allenbach für die Bertelsmann Stiftung wurde der Frage nachgegangen, was Menschen in Deutschland eigentlich über Algorithmen wissen und denken. An dieser Stelle möchte ich nur drei Kernergebnisse nennen. 45% der 1200 repräsentativ Befragten fällt zum Begriff Algorithmus spontan, wenn gefragt, nichts ein. 46% der Befragten zum Unentschieden, ob Algorithmen mehr Chancen oder Risiken beinhalten. Und 79% der Befragten ziehen menschliche Entscheidungen, den Entscheidungen, die von einem Computer getroffen werden, vor. Um die Ergebnisse einer solchen Umfrage zu verstehen, lohnt es sich natürlich immer hineinzuschauen, was denn eigentlich gefragt wurde. Und hier war die Frage, Algorithmen entscheiden vielleicht sachlich, dennoch ist mir unwohl dabei, wenn Computer Entscheidungen über mich treffen. Ich finde es besser, wenn Menschen solche Entscheidungen treffen. Da wundert mich dann nicht, dass dann 79% sagen, dass sie das mit den Algorithmen für schwieriger halten als oder vom Computer schwieriger halten als von Menschen. Es ist wichtig, wie es gefragt wurde. Weil die Hälfte der Menschen nicht weiß, was Algorithmen sind und vermutlich kaum einer weiß, wie präzise Algorithmen eigentlich zu definieren sind und wie sie funktionieren, ist vollkommen unklar auch für die meisten, dass sie eigentlich tagtäglich Algorithmen nutzen, wenn sie beispielsweise ihr Smartphone anschalten. Deswegen brauchen wir möglichst bald eine gesellschaftliche Debatte, die informiert und Chancenrisiken objektiv thematisiert. Wir brauchen aber auch eine Auseinandersetzung zu den ethischen, politischen und regulativen Fragen. Es geht darum, mit Politik und Unternehmen, mit der Wissenschaft wie auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, welche Relevanz die Technologie für den Alltag hat, welche ethischen Implikationen die Nutzung von Algorithmen mit sich bringt, von wo wir als
von wo wir als Gesellschaft Grenzen setzen wollen und welchen Beitrag Politik und Wirtschaft dazu leisten kann und leisten sollte. Wissenschaftlerinnen wie unsere heutige Preisträgerin mischen sich hier ein und erschließen ihr Wissen für die gesellschaftlichen und politischen Debatten. Sie leisten einen Beitrag dazu, die Gegenwart und Zukunft mitzugestalten. Dafür brauchen wir hervorragende Wissenschaftskommunikation. Wir brauchen hervorragende Wissenschaftler, die kommunizieren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommunizieren, die für eine exzellente Wissenschaft stehen, aber auch den Dialog suchen und die Verantwortung übernehmen. Dass sie ihr Labor Algorithm Accountability Lab nannten, finde ich ganz wunderschön und zeigt auch, dass sie schon den Schritt in Richtung Gesellschaft sozusagen auch in der Definition ihrer Forschungsarbeit genommen haben. Der Dank des Stifterverbands geht natürlich auch dieses Jahr wieder an die Jury unter Leitung von Frau Kriem. Der 20. Preis kann heute vergeben werden. Nächstes Jahr feiern wir dann 20 Jahre Wissenschaftspreis, Kommunikatorpreis. Ihnen, liebe Frau Kriem, vielen Dank, aber auch Ihnen, Herr Strohschneider, für die vielen Jahre des, was ich ein gutes Miteinander nennen möchte, und für die Bereitschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft, diesen Preis immer wieder neu mit dem Stifterverband vergeben zu wollen. Ich glaube, das ist essentiell. Neben dem Preis... Ja. Neben der Urkunde, die vermutlich irgendwo verschwinden wird, gibt es nachher ein Hologramm, und ich möchte mich auch gern bei Herrn Leinberg bedanken, der dieses Original, dieses Hologramm geschaffen hat. Der Kommunikatorpreis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird, nochmals sei dies gesagt, unabhängig vom Stifterverband auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. Ich denke, dass die DFG eine ausgezeichnete Wahl getroffen hat. Und so schließe ich meine kurze Einführung mit einem herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Zweig. Danke schön. Ja, danke, Herr Barner. Sie haben Julika Kriem ja schon angesprochen als die Juryvorsitzende. Ich schlage mal vor, Sie kommen auf die Bühne und erzählen uns ein bisschen, soweit Sie dürfen und wollen und können, über die Juryarbeit. Nehmen Sie sich eine von den Mikros hier. Sie können auch die Keule einfach annehmen. Dankeschön. Ja, sehr schön, hier zu sein in dieser Runde. Zur Juryarbeit kann ich dreierlei sagen. Das Erste, was mir wieder aufgefallen ist, ist, dass hier sehr, sehr sorgfältig gearbeitet wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt in dieser Jury so etwas wie beste Routinen. Es gibt gute und schlechte Routinen. Wir brauchen aber alle gute Routinen, und die konnten wir hier nur entwickeln, weil wir auch aus der Geschäftsstelle ganz hervorragend bei der ziemlich aufwendigen Auswahl unterstützt werden. Das braucht Zeit, und auf diese Weise sind wir in der Lage, das an einem Tag, und da müssen wir uns schon ziemlich ranhalten, hinzukriegen. Der zweite Punkt ist... Was Sie Routine nennen, nennen andere Leute dann Algorithmen, oder? Da kommen wir später drauf. Okay. Ja. Der zweite Punkt ist, es ist eine lernende Jury. Das gefällt mir besonders gut, weil ich bin ja erst zum zweiten Mal dabei gewesen. Mein Eindruck ist, dass wir uns während der Diskussion über die Kandidatinnen und Kandidaten auch immer intensiv und trotzdem ziemlich leichthändig über die Kriterien unserer Arbeit mitverständigen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir wenden also nicht einfach nur nach Schema F an, sondern wir denken in unserer Diskussion dessen, was wir für preiswürdig halten, darüber nach, warum wir das tun, ob wir vielleicht Kriterien verändern, anpassen und warum wir das unter Umständen tun sollen. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch mit Blick auf die Zukunft zu sprechen. Der dritte Punkt, der mir dazu einfällt, ist, das ist eine sehr vertrauensvolle Arbeit. Und auch das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir uns nicht alle schon seit 20 Jahren kennen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auch verstärkt und verjüngt, was die Jury, glaube ich, maßgeblich stärkt, weil jüngere Personen dabei sind, die ganz andere Expertisen und mediale Erfahrungen haben. Und wir haben, ich glaube, das bilde ich mir nicht ein, in der letzten Sitzung auch ziemlich viel gelacht.
Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine vertrauenswürdige und geschmeidige Juryarbeit. Geben Sie uns vielleicht ein, zwei Zahlen. Wie viele Bewerbungen gab es? Gestritten haben Sie sich kurz, aber intensiv über die Entscheidung und am Ende war es klar? Wir haben eine Weile gebraucht. Also es ist nicht so, dass nach der ersten Stunde schon ein Stimmungsbild da ist und dann verständigt man sich noch ein bisschen pro forma. Das war wieder eine sehr, sehr intensive Diskussion, die ihre Zeit brauchte. Ich müsste jetzt zu Frau Rateike gucken. Wie viele Bewerbungen hatten wir dieses Jahr? Ich glaube, es waren ungefähr 40. Ungefähr um die 40, ja. Genau. Und so dicke Unterlagen, Bewerbungsunterlagen zum Teil, also das ist schon ziemlich anspruchsvoll, sich da durchzuarbeiten. Bewerbungsunterlagen ja nicht nur, typischerweise nicht nur Papier ist. Nein, diese Unterlagen sind die Einladung, sich möglichst viel unterschiedlich mediale Darbietungen dann auch anzuschauen. Ja, also wunderbar für diese Skizze der Juryarbeit und nochmal von uns auch herzlichen Dank für dieses Engagement. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das schwierig ist. Es macht aber auch ziemlich viel Spaß. Also sonst. Das darf es aber auch. Herr Barner, Sie kennen die Preisträgerin ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Zusammenhängen. Sagen Sie da noch ein paar Sätze dazu? Ich kenne die Preisträgerin primär aus dem Internet, habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Und das, was uns nun wirklich verbindet, ist, dass wir beide im Bundesland Rheinland-Pfalz zu Hause sind. Über die Förderung der Studierenden in Rheinland-Pfalz will ich jetzt gar nichts sagen, weil das wäre, glaube ich, nichts, womit wir hier wirklich ganz vorne mit dabei sind. Aber die TU Kaiserslautern ist eine sehr gute Universität und die kenne ich natürlich aus verschiedenen Perspektiven. Es ist ja künstliche Intelligenz und KI sozusagen ein großes Thema hier eben auch für die Arbeit. Herr Strohschneider, könnten wir uns damit mit genug künstlicher Intelligenz nicht eigentlich auch die Juryarbeit sparen? Oder kommt das demnächst? Die DFG muss natürlich auch immer auf der Höhe der Zeit sein und Entscheidungsverfahren implementieren, die alles realisieren, was die Technik hergibt? Also die DFG ist auf der Höhe der Zeit. Das ist von Amts wegen, muss ich das feststellen. Und in der Tat würde dann ja vieles ganz leicht werden. Wir würden irgendwie die Geschäftsstelle auf 10 Sachbearbeitungen einstampfen können. Und dann würden viele für die Forschung selbst freigesetzt sein. Ich würde sagen, es gibt zu dieser Frage gibt es algorithmische Förderentscheidungen, nicht algorithmische Unterstützung von Entscheidungsprozessen, sondern algorithmische Förderentscheidungen. Die kann es sicher geben. Die, würde ich sagen, sind vor allem mit zwei Problemen befasst. Sie würden ja einen Auswahlprozess auf einen bestimmten Parametersatz hin optimieren und ganz schnell hätten die Antragsteller auch Algorithmen, die Anträge auf denselben Parametersatz hin optimieren. Das macht es erfreulicherweise unwahrscheinlich, dass die Wissenschaft noch mit irgendwelchem irritierenden Neuen rumkommt. Weil das ist klar, ne? Da sprechen diese beiden Algorithmen miteinander. Und das andere ist ein ziemlich kompliziertes Problem. Wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht nur akzeptabel sind, sondern auch legitim. Und die Legitimität von Förderentscheidungen, ob es sich um Preise handelt oder um Projektfinanzierung, die Legitimität jedenfalls in unserer Zivilisation, die Legitimität von Förderentscheidungen hängt daran, dass sie diskursivier und also kritisierbar sind. Und das sind algorithmische Ergebnisse nicht in der Weise, wie wir es für Legitimität unterstellen müssen. Insofern würde ich ein bisschen noch mit den 800 Leuten gerne zusammenarbeiten. Gut. Vielleicht noch eine Frage in den Kontext. Ja, da können wir auch einen Applaus dafür geben. Ist sozusagen der Diskussionsprozess im Hinblick zu Förderentscheidungen in Fachkollegien oder wie auch immer DFG-Gremien eigentlich vom Prinzip her dasselbe wie eine Juryarbeit für einen Kommunikatorpreis? Also wenn wir das so aufwendig, legitimationstechnisch so aufwendig machen würden, bräuchten wir, glaube ich, mehr Zeit. Aber vom Grundsatz her denke ich,
was die Sorgfalt anbetrifft, was die, das Delegieren von bestimmten Vorauswahlentscheidungen an Sachkundige, andere Personen anbetrifft, kann man das schon ganz gut vergleichen. Auch dieses erst sich vergewissern über die Kriterien, bevor man dann eben wirklich genau. Richtung Entscheidungen genau. geht, das ist im Prinzip auch dasselbe. Ja, Juryentscheidungen werden durch das Charisma der Preisträgerinnen legitimiert. Das ist ein völlig anderer Mechanismus als in Projektentscheidungen. Und natürlich spielt die Chemistry in so einer Jury keine kleine Rolle. Das heißt, man muss auch immer wieder diese Gruppe moderieren. Natürlich gibt es das auch in anderen Auswahlgremien, aber das Verfahren ist natürlich insgesamt nicht so komplex gestuft. Wunderbar. Ich würde sagen, Herr Barner dazu. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt einbringen. Die DFG fördert, die DFG ist aktiv bei der künstlichen Intelligenz, aber wenn Sie sich Europa und Deutschland anschauen, dann sind wir dort deutlich weniger stark, insbesondere bei der neuronalen Artificial Intelligence im Vergleich zu China, das mittlerweile absolut den ersten Platz einnimmt und auch im Vergleich zu den USA. Das heißt, Europa müsste sich ganz schnell, ganz stark gemeinsam aufstellen, um hier noch mitwirken und mitmachen zu können. Und das hat natürlich substanzielle wirtschaftliche Konsequenzen, wenn wir hier deutlich zurückfallen. Das heißt nicht, dass wir nicht die gesamten ethischen Fragen, das hatte ich ja vorhin bewusst angesprochen, klären müssen und mit denen arbeiten müssen. Aber dass wir uns hier schneller bewegen müssen, in Europa und insbesondere auch in Deutschland, ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich glaube, dazu höre ich einen Konsens, den sehe ich auch unterstützt von Herrn Dr. Meyer, der hier das BMBF heute Abend vertritt. Also wir haben hier einen ziemlichen Konsens. Wir haben hier jetzt über Juryarbeit gesprochen. Ich schlage vor, wir nähern uns jetzt dem Ergebnis der Juryarbeit, indem wir uns vorstellen lassen, die Preisträgerin zunächst im Film. Wissenschaftlerin durch und durch. Ob ich zu Hause Brettspiele spiele oder am Strand lang gehe und irgendwelche seltenen Meeresringelwürmer finde oder auch versuche zu verstehen, wie Beziehungen funktionieren oder meine Kinder versuche zu verstehen, das steht immer ganz weit oben. Beobachtung, Hypothese, Experiment, Erkenntnisgewinn. Eine andere wichtige Komponente ist mein Glaube, denn dadurch wollte ich gerne verstehen, was ist eigentlich das Menschenbild hinter Algorithmen, die Entscheidungen treffen über Menschen. Das sollten wir bedenken, wenn wir diese Algorithmen einsetzen. Eigentlich bin ich Algorithmendesignerin und habe das sehr lange sehr gerne gemacht, bis ich festgestellt habe, dass es nicht reicht, einfach nur einen Algorithmus zu entwickeln und den dann auf eine Fragestellung zu schmeißen und zu hoffen, dass die Zahlen dahinter irgendwie interpretierbar sind, sondern dass wir ganz oft, indem wir einen Algorithmus verwenden, auch Gesellschaft verändern. Und deswegen haben wir auch einen Studiengang entwickelt, in dem wir das von Anfang an gezielt an die Studierenden ranbringen, und das ist die Sozioinformatik. Das heißt 50% Software Engineering, die sollen also wirklich auch Software bauen können. Die sollen aber auch eine Idee haben, was das mit der Gesellschaft macht. Und dazu bekommen sie eine Grundausbildung in Recht, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie und Ethik natürlich. Und wir hoffen, dass sie damit bessere Software herstellen können, die uns als Gesellschaft nützt. Kai ist eine Zeichenfigur, die ich mir ausgedacht habe, weil ich, während ich Texte geschrieben habe, immer gedacht habe, ach, das müsste man jetzt bebildern. Und Kai ist für mich ein Vehikel, um mit ein bisschen Humor rüberzubringen, dass wir bei künstlicher Intelligenz nicht immer gleich an den Terminator denken, vor dem man Angst haben muss. Und ich hoffe, dass das einfach einen Zugang öffnet. Die künstliche Intelligenz, die wir im Moment sehen, die kommt von der anderen Seite des Atlantik, und wir haben das Gefühl, dass wir völlig ohne Kontrolle sind. Und das ist eine sehr unschöne Situation. Die KI, die wir in den nächsten 10 Jahren sehen werden, das wird sehr viel näher an uns dran sein. Stellen wir uns vor, Sie arbeiten in der Firma und der Arbeitgeber sagt so, wir haben jetzt eine ganz tolle neue Software, die entscheidet, wer in die Management-Ebene kommt.
Und da möchten Sie ja eigentlich schon gerne wissen, wie funktioniert das Ding? Habe ich überhaupt eine Chance? Was muss ich verbessern, damit die Maschine denkt, dass ich in die nächsthöhere Ebene aufsteigen kann? Und im Moment wäre es unklar, wer dafür verantwortlich ist und wer sich da einbringen kann. Und ich glaube, die meisten würden auch davor zurückschrecken. Davon verstehe ich nichts. Wie soll ich da mitdiskutieren? Und da möchte ich mit meiner Wissenschaftskommunikation gerne für Aufklärung sorgen, für Empowerment, dass Leute wissen, ach, so schlimm ist das alles gar nicht, das sind große Namen. Da ist aber immer noch keine Magie drin. Ich kann verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Ich kann die richtigen Fragen stellen. Tatsächlich ist es mir wichtig, diese Begriffe zu entmystifizieren. Wir versuchen, Menschen auf vielen verschiedenen Kanälen zu erreichen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung mitbegleitet und haben da Ausstellungsgegenstände designt. Wir versuchen, mit Lego-Männchen fürs Fernsehen zu erklären, wie man Entscheidungen trifft. Und ich bin ganz gerne auf Twitter unterwegs, um zum Beispiel zu berichten aus meiner Kommissionsarbeit. Ich bin beratendes Mitglied für die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages. Und aus diesen Sitzungen heraus so ein bisschen zu twittern, das hilft, glaube ich, damit Bürgerinnen und Bürger sehen, was wir da eigentlich tun und das ein bisschen transparenter zu machen. Wir wollen die trotzdem haben. Die sind wichtig. Das Netzwerken ist vor allen Dingen für die Sache wichtig. Wenn man wirklich verstehen will, welche Auswirkungen Software auf Gesellschaft hat, dann müsste man Experte in so vielen Dingen sein. Das ist einfach nicht möglich. Und das heißt, es ist für mich überlebensnotwendig, dass ich in jeder Fachdisziplin Leute habe, die Geduld haben, mir etwas zu erklären aus ihrem Fach und die auf der anderen Seite auch selber einen Gewinn darin haben, wenn ich ihnen erkläre, was bei uns die Technologie ist. Ohne diesen Austausch könnten wir nicht wirklich diese völlig neuen Phänomene verstehen. Und deswegen ist das absolut vital. Kai spiegelt eigentlich genau diesen Zustand der künstlichen Intelligenz heute nach. Der kann schon ein paar Sachen, der versteht auch ein paar Regeln, aber der ist an manchen Stellen so kreuzdumm, dass man sagt, der darf jetzt nicht wirklich über Menschen entscheiden. Und eine KI, die bei mir in der Vorlesung säße, die sollte die Ohren aufsperren, wenn wir darüber reden, wie widersprüchlich Menschen sind. Also Kai müsste lernen, dass wir ganz oft nicht das meinen, was wir sagen. Ich wünsche mir, dass wir ein gutes Händchen darin haben, auszusuchen, wo KI uns als Menschen sinnvoll unterstützen kann und wo wir die Finger davon lassen sollten. Und natürlich müssen wir als Wirtschaftsstandort auch schauen, dass wir innovativ bleiben und neue Services und Produkte entwickeln. Auf der anderen Seite, da, wo es um den Menschen geht, da, glaube ich, sollten wir wirklich äußerste Sorgfalt walten lassen. Und da müssen eben die Bürgerinnen und Bürger auch mit in die Diskussion genommen werden. Das sollte nicht einfach so entschieden werden. In einer amerikanischen Studie wurde vor kurzem mit Hilfe von Zeichnungen gefragt, wie Kinder und Jugendliche sich über einen Zeitraum von 50 Jahren Wissenschaftler vorstellen. Die 5- bis 8-Jährigen haben noch zur Hälfte Männer und Frauen gezeichnet. Bei den 14 bis 15 Jahre Alten entschieden sich 75% für den mittelalten weißen Mann. Da der Scientist im Englischen eher in den Naturwissenschaften und MINT-Fächern angesiedelt ist, schließt sich die Frage an, warum Mädchen und junge Frauen sich eigentlich für Fächer entscheiden sollten, deren Rollenmodelle bis heute durch Stereotypen geprägt sind.
Eine Antwort auf diese Frage wurde in einer Ausstellung über Frauen in der Computergeschichte im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn erprobt. Am Anfang, hieß es dort programmatisch, war Ada. Ada Lovelace nämlich, die autodidaktisch gebildete Assistentin von Charles Babbage, die 1843 eigene Notizen zu Babbages unvollendet gebliebener analytischer Maschine angefertigt hat. Die Ausstellungsmacher griffen also zu einem bewährten kommunikativen Kniff. Viele von uns suchen nach weiblichen Gründungsfiguren, um historische Pfade für mehr Vielfalt zu bahnen. Dabei helfen uns zum Beispiel Emmy Noether und Marie Curie und eben auch Ada Lovelace. Wann immer neue Gründungsfiguren ins Spiel gebracht werden, lässt aber, das ist völlig klar, der Widerspruch nicht auf sich warten. Ada Lovelace gilt innerhalb der Informatik nicht bei allen als erste Programmiererin, sondern auch als Legende, der es gelang, Interesse möglichst geschickt auf ihre Person zu lenken. Aus solchen Debatten kann man viel über sich wandelnde und längst nicht immer objektiv begründbare Konjunkturen der Aufmerksamkeit lernen. Eine Spur der viktorianischen Hobby-Mathematikerin führt nach Rheinland-Pfalz, wo das sogenannte Ada Lovelace-Programm für Frauen und Mädchen in den MINT-Fächern auch in Kaiserslautern Station gemacht hat. Dort wiederum wirkt unsere heutige Preisträgerin, die sich vermutlich entspannt dagegen wehren würde, in eine Genealogie weiblicher Pionierinnen eingesperrt zu werden, wie viele ambitionierte und erfolgreiche Wissenschaftlerinnen der Gegenwart. Über Fachgrenzen hinaus, darauf hat Herr Warner bereits verwiesen, hat Frau Zweig bereits während ihres Doppelstudiums der Biochemie und Bioinformatik geschaut. Mit einem Stipendium der Leopoldina arbeitete sie im Bereich statistischer Biophysik in Budapest und gründete danach ihre eigene Arbeitsgruppe zum Thema Graphentheorie und Analyse komplexer Netzwerke. Seit 2012 ist sie Professorin an der TU Kaiserslautern und für ihre dortige Arbeit und deren Ausstrahlung über die Forschung hinaus wurde sie bereits 2014 zu einem von 39 digitalen Köpfen ernannt. 2017 und 2018 wurden ihr der Ars Legendi-Preis, der Fakultätenpreis und die Theodor-Heuss-Medaille verliehen. Schon das Wissenschaftsjahr 2014 stand unter dem Thema die digitale Gesellschaft. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Und es mag angesichts der gegenwärtig diskutierten Herausforderungen vorhersehbar erscheinen, dass eine Informatikerin und eben nicht nur Informatikerin mit dem diesjährigen Kommunikatorpreis ausgezeichnet wird. Bei Katharina Anna Zweig handelt es sich allerdings um eine besonders anregende Form von Informatik, die in beeindruckender Weise zu fächerübergreifender Kooperation und wissenschaftsüberschreitender Kommunikation einlädt. Das zeigt sich zum Beispiel in dem auch schon erwähnten Algorithm Accountability Lab. Hier kommen Informatik, Mathematik und Physik zusammen, um Datennetzwerke in der Krebsmedizin, Ökologie, Wirtschaft, Psychologie oder Rechtslehre zu untersuchen, um das algorithmenbasierte Geschehen in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu verstehen. Neben der Graphentheorie befasst sich die Gruppe mit methodischen Problemen wie der Frage, wie und um welchen Preis man kognitionswissenschaftliche Experimente nicht nur im Labor, sondern auch online durchführen könnte, zum Beispiel in Spielsituationen. Oder auch mit Fragen, die Laien auch sofort einleuchten. Was bedeutet es eigentlich, dass soziale Netzwerkplattformen selbst über Nichtmitglieder so viel wissen? Bereits mit dem Namen Algorithm Accountability Lab wird klargemacht, dass die Arbeit von Algorithmen und auch Algorithmenforscherinnen auf gesellschaftliche Vorannahmen und Folgen hin, das haben wir gerade gehört, befragt werden muss. Einen weiteren Schritt in diese Richtung sind Katharina Anna Zweig und ihre Kolleginnen mit dem gemeinnützigen Verein Algorithm Watch gegangen, mit dem sie auf einer lebendigen Webseite und mit vielen Veranstaltungsformaten dazu einladen, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung einzuordnen und diskutieren zu lassen. Dieses Forum hat uns als ein besonders gutes Beispiel für die Unterstützung der allseits und mit Recht angemahnten Digital Literacy überzeugt.
Hier wird Interesse geweckt, nicht allein, weil Autoritäten das einfordern, sondern weil schlagartig klar wird, dass Algorithmen längst ihren Sitz in unserem Leben haben. Und plötzlich erscheint es notwendig, über sperrige, formale Operationen nachzudenken, weil sie Entscheidungen über Kreditwürdigkeit, Gesundheitsfürsorge oder auch zum Beispiel Haftverlängerung gestalten. Und das eben nicht immer entlang eindeutiger politischer Linien. So erinnert Frau Zweig zum Beispiel auch daran, dass afroamerikanische Bürgerrechtsorganisationen gefordert haben, bestimmte juristische Entscheidungen an Maschinen zu delegieren, weil übermüdete und vorurteilsbehaftete Juries zu Fehlurteilen neigen können. Spätestens hier könnte ich mir vorstellen, auch das wurde schon angesprochen, dass viele von uns gern mit ihr diskutieren würden, welche Entscheidungskulturen im Wissenschaftssystem selbst verändert werden könnten oder zumindest überdacht werden können. Ich möchte noch kurz an weiteren Punkten verdeutlichen, warum Katharina Anna Zweig uns überzeugt hat. Die TU Kaiserslautern verdankt nämlich ihrer Initiative den deutschlandweit bisher einzigartigen Bachelor- und Masterstudiengang Sozioinformatik. Absolventinnen dieses Studienprogramms, wir haben es gerade gehört, erhalten eine sehr fundierte Ausbildung in Grundlagen der Informatik, Methoden der empirischen Sozialforschung und Psychologie, wirtschaftswissenschaftlichen Modellen sowie philosophischen und juristischen Perspektiven. Auch diese Initiative leistet einen zentralen gesellschaftlichen Beitrag zur Stärkung von Digital Literacy. Warum? Zu häufig arbeiten wir uns gegenwärtig daran ab, alle und möglichst schnell über Wissenschaft im Singular zu informieren. Über diesem, mit Verlaub gesagt, kommunikationstheoretisch etwas naiven Unterfangen vergessen wir manchmal, dass Studierende eine Schlüsselrolle für die Wissenschaftskommunikation spielen können. Sie sind nicht nur die Fachkräfte von morgen, die möglichst breit digital alphabetisiert werden müssen, sondern sie sind auch Kinder und Enkel, nicht selten auch selbst schon Eltern. Sie sind eine Gruppe, die, wenn wir die Gelegenheit beim Schopfe packen, durch sorgfältige und begeisternde Lehre zu wirkungsvollen Kommunikatoren von Wissenschaft werden. Das mag trivial klingen, aber wir sollten uns wirklich immer wieder daran erinnern. Sie können, wenn wir uns anstrengen, in Ihren so unterschiedlichen Lebenswelten davon berichten, dass es sich lohnt, sich mit Wissenschaft gerade auch in den MINT-Fächern auseinanderzusetzen. Ich schließe mit ganz wenigen Details, die einiges über den erfolgreichen performativen Stil von Katharina Anna Zweig verraten. Sie benutzt zum Beispiel häufig die Formulierung der entseelten Entscheidung, um die Arbeit von Algorithmen zu charakterisieren. Kulturkritische Besserwisser werden hier sofort einschnappen. Da haben wir sie, die kalte, schöne neue Welt der Maschinen, die dem Menschen alles Menschliche rauben werden. Aber entseelt bilanziert bei Frau Zweig eben nicht nur dystopische Verluste, sondern zum Beispiel auch die Möglichkeit, zu gerechteren Urteilen zu kommen und ressourcenschonendere Verfahren zu entwickeln. Allein mit dieser Formulierung also werden unsere Denkroutinen ins Stolpern gebracht und es regt sich Lust darauf, noch einmal neu nachzudenken. Auf der vorbildlich gestalteten Webseite, auch das ist nicht selbstverständlich, des Studiengangs Sozioinformatik liest man am Ende, ich zitiere, noch Fragen. Wenn auch Sie als Sozioinformatikerin Gesellschaft mit Hilfe der Informatik gestalten wollen, laden wir Sie herzlich zu einem Informationsgespräch ein. Auch hier zeigt sich en Miniatur, was die wissenschaftskommunikative Strahlkraft von Frau Zweig auch ausmacht. In einer Branche, in der nicht wenige in quasi evangelikaler Manier zu predigen pflegen oder sich in Details verlieren, lädt sie mit tatkräftiger Klarheit zum Nachfragen und Nachdenken ein. Das werden Sie gleich noch sehen. Sehr herzliche Glückwünsche aus der gesamten Jury an die diesjährige Kommunikator-Preisträgerin. Und ich bitte jetzt zur Preisverleihung.
Die Frau Zweig, normalerweise lese ich die gesamte Urkunde vor. Das interessiert aber im Allgemeinen keinen. Deswegen nur ganz kurz, es ist der Wissenschaftspreis des Stifterverbandes 2019, der 20. der von der DFG, unterschrieben von Herrn Strohschneider, und im Stifterverband überreicht wird. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, Herr Kramer. Vielen Dank. Also mein Herr Strohschneider, ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Schon ein bisschen reingeguckt und noch nicht viel verstanden. Ich hoffe, der Künstler erklärt. Und hier auf dieser Seite, da müssen Sie hier auf die andere Seite stellen, finden Sie das Hologramm von Herrn Leinberg. Aber ich glaube, das werden Sie wahrscheinlich später in Ruhe anschauen und dann auch mitnehmen, beziehungsweise wird es Ihnen auch zugeschickt. Herzlichen Dank. Das auch ich. Das ist meins. Danke schön. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, denn in diesen Wochen ist natürlich viel passiert. Und unter anderem wurde ich in einem Interview gefragt, warum machen Sie eigentlich Wissenschaftskommunikation? Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Frage und habe darüber noch mal ein bisschen nachgedacht. Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es ja Leute, die dafür Profis sind. Und wir sind nur Laien, denn die Kommunikation selbst haben wir ja nicht gelernt. Brauchen wir also wirklich aktive Wissenschaftlerinnen in der Wissenschaftskommunikation? Also meine Wissenschaftskommunikationserfahrung hat ziemlich früh angefangen. Diese Bücher hatten wir zu Hause. Damals, liebe Kinder, meine Kinder sind heute auch da, da gab es noch nicht so viel Kinderfernsehen. Und das ist, war so eins der wenigen Sachen, die wir sehen konnten. Löwenzahn, das Yps-Magazin, vielleicht auch mal die ein oder andere Mickey Maus, wo man ein bisschen was lernen konnte. Und als ich dann älter wurde, habe ich natürlich Abos gehabt von der Bild der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft. Und auch heute noch folge ich gerne Wissenschaftsjournalisten, die mit ganzem Herzblut dabei sind. Und Lars Fischer ist einer von denen, denen ich auf Twitter folge. Chemiker mit Leib und Seele, Wissenschaftsjournalist, der auf sozialen Medien eben auch dafür Werbung macht, für seine Artikel, für seine Sichtweise. Der versucht uns zu erzählen, wie die Klimakatastrophe aussehen könnte und sich einsetzt. Und auch in der Digitalisierung gab es vor 10 Jahren eine kleine Insel von Leuten, die das wirklich gut gemacht haben, nämlich bei Spiegel Online. Da war Konrad Lischka und ich war sehr stolz, als er eine von unseren Pressemitteilungen in Heidelberg aufgenommen hat und tatsächlich über meine Forschung geredet hat. Und Christina Elmer war damals die Chefin von der Digitalisierungssparte bei Spiegel Online und die haben ihren Job wirklich gut gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, damit kann ich mich zufrieden geben, immer mal wieder eine Pressemitteilung machen. Ich komme selber aus dem Journalistenhaushalt. Ich hatte mir das Leben als Forscherin also ein bisschen ruhiger vorgestellt. Ja, mal eine Pressemitteilung hier und da und wenn man Glück hat, dann wird das von einem kundigen Wissenschaftsjournalistenteam aufgenommen und dann guckt man, kann man natürlich noch mal ein Interview geben oder so. Ja, und Sie haben es schon gehört, 2011 ging es dann los mit Büchern wie Die Filterblase. Und 2011 bis heute haben wir unzählige Diskussionen, Panels zu diesen Themen gehabt. Gibt es diese Filterblase nun oder nicht? Und es gab nicht so viele Wissenschaftsjournalisten oder Journalisten im Allgemeinen, das ging jetzt plötzlich in die Feuilletons, die sich mit diesen Themen auskannten. Und ich habe von damals keine Headlines mehr gefunden. Es ist noch viel schlimmer. Ich habe eine von vorgestern und die zeigt Ihnen das ganze Ausmaß. Republican Senator wants Google and Facebook to have algorithm-free options. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie lachen. Wenn Sie den Witz nicht verstanden hätte, hätte ich noch mal bei A wie Algorithmus anfangen müssen. Veterinärmedizinstudium. Das geht natürlich nicht. Ja, wenn wir Millionen, Milliarden von Webseiten haben und die durchsuchen wollen, dann braucht es Computer, die das tun. Es ist klar, was gemeint ist. Dass wirklich
wirklich Irritierende an dieser Schlagzeile ist, dass auch in dem Artikel von Bloomberg, ja nun auch keiner kleinen Klitsche, nicht einmal drin steht, dass das völliger Unsinn ist. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und dann denkt man, vielleicht muss ich da doch mal ran. Vielleicht gibt es so Themen, über die wir mitreden müssen, da ist einfach eine Lücke. Es sind nicht genügend Journalistinnen und Journalisten da, die diese Themen schon so weit durchdrungen haben, dass sie so einen Unsinn aufdecken können. Also, Wissenschaftskommunikation braucht aus meiner Sicht aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann, wenn Sachthemen nicht oder nicht korrekt, nicht richtig behandelt werden und da einfach noch nicht genügend Journalistinnen nachgewachsen sind, die diesen Inhalt vermitteln können. Und auch da muss ich sagen, so einen Preis, den gewinnt man ja nicht alleine, sondern ich habe mit unglaublich vielen Menschen zusammengearbeitet und ich werde Ihnen im Verlauf meiner Dankesrede ein paar von Ihnen vorstellen. Das ist Martin Gora von Wissenschaft im Dialog. Mit dem haben wir schon einige Diskussionsformate jeweils rund um die Wissenschaftsjahre gemacht. Und das ist ein Profi und die sehen halt, wo sind Lücken, wo sind Inhalte und suchen dann Personen, die das führen können. Auch Ingrid Scheithauer, die ein ganz wunderbares Format geschaffen hat, nämlich die sogenannte LPR-Forum Medienzukunft. Eine unglaublich weitsichtige ehemalige Journalistin, die schon 2009 Themen hatte wie Netzgesellschaft auf der linken Seite, Netz und Neuronen, Netzverfassung, Wähler im Netz. Ja, und die hatte jetzt die Idee 2016, ich könnte auch mal was erzählen zu Ethik und Algorithmen. Jetzt muss ich sagen, als Informatiker haben wir genau so viel Ausbildung zum Thema Ethik. Zu Algorithmen kann ich was sagen. So, Ethik und Algorithmen, wie mache ich denn das? Ich zeige Ihnen mal die erste Folie von diesem ersten Vortrag zum Thema Ethik und Algorithmen. Hauptsache Aristoteles ist klar und deutlich zu sehen. Dann weiß jeder, es geht um Ethik. Mit dem Text bin ich ganz zufrieden. Ist ein Algorithmus überhaupt etwas, das handeln kann? Braucht es Verantwortungsbewusstsein oder nicht? Aber ganz ehrlich, wenn wir nur auf diesem Niveau reden, ich habe keine echte Ahnung von Ethik und danach gehen Sie raus und haben keine echte Ahnung, was Algorithmen sind und wie die handeln oder was sie tun und was sie nicht tun, dann ist niemandem geholfen. Das Was reicht nicht aus, sondern Sie brauchen auch ein Wie, eine neue Form. Wissenschaftskommunikation braucht daher aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um neue Erkläransätze zu finden. Denn sonst lesen Sie nochmal im Feuilleton, dass Algorithmen sind wie Kochrezepte. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist keine gute Analogie und sie wird Sie auf die falschen Fährten locken. Und deswegen braucht es uns an diesen Stellen, um auch über die Form nachzudenken. Naja, und das will ich jetzt mal mit Ihnen gemeinsam machen. Und dazu brauchen Sie alle diese Broschüren, diese Umschläge, die Sie bekommen haben. Wir sind zu schnell reingegangen. Sie brauchen nicht nur die Broschüre, sondern auch dieses kleine Holzstäbchen und zwei Klebestreifen. Wenn ich auf Twitter schreibe, ich Schaschlik spieße heute mal wieder, dann ist es genau diese Übung, die wir jetzt gleich zusammen machen werden. Ich möchte Ihnen erzählen, wie die Ethik tatsächlich in den Rechner kommt. Frau Griem hat es schon gesagt, wir kümmern uns vor allen Dingen um Software, die über Menschen entscheidet, die auch tatsächlich in den USA vor Gericht schon eingesetzt werden. Das sind sogenannte Rückfälligkeitsvorhersagealgorithmen. Das sind Algorithmen des sogenannten maschinellen Lernens. Der Computer soll also etwas lernen. Und das ist die Basis für das, was wir heute leicht übertrieben künstliche Intelligenz nennen. Und wie das funktioniert, ist im Wesentlichen so. Stellen wir uns vor, dass diese Smileys alles Menschen sind. Und laut Geheiminformationen können wir bei allen Menschen einfach zwei Hormone messen im Blut, Kriminolin und Sanftosan.
Und dann können wir uns angucken, welche von diesen Personen tatsächlich schon verurteilt wurden als Kriminelle und nicht. Und per Auge sehen Sie jetzt schon, dass es da anscheinend ein Muster gibt. Und Algorithmen des maschinellen Lernens sind verschiedene statistische Verfahren, die versuchen, diese Muster in den Daten zu finden. Und eine der einfachsten Methoden, um das zu tun, oder eine der für auf jeden Fall für dieses Beispiel am einfachsten ist, ist eine sogenannte Support Vector Machine. Und Sie werden jetzt meine Support Vector Machine sein. Denn oftmals verbindet sich hinter einem großen Namen eigentlich gar nichts Schwieriges. Sie werden jetzt also diesen Schaschlikspieß so auf den Daten anbringen, dass Sie finden, dass die roten Smileys möglichst gut von den grünen Smileys getrennt sind, also möglichst sortenrein. Wenn Sie damit zufrieden sind, dann einfach festkleben rechts und links. Also den Schaschlikspieß nehmen. Hier in der ersten Reihe nicht einfach durchknicken, gell, dann geht's zwar schöner, aber nichts da. Ja, siehst du, das sieht doch schon sehr schön aus. Hier wird wieder abgeguckt, nichts da. Es wird natürlich nachher bewertet und Sie bekommen alle ein kleines Zertifikat. Wir können auch ECTS-Punkte haben. So. Da vorne wird noch diskutiert. So, eine Support Vector Machine versucht, es ist ein Verfahren, das versucht, Trennlinien zwischen zwei verschiedenen Gruppen oder auch mehr verschiedenen Gruppen zu finden. Und wir nennen das Trainieren. Und Sie alle haben jetzt durch das Festlegen dieser Linie Ihre persönliche Support Vector Machine trainiert. Sie haben eine Entscheidungsregel gefunden. Denn ich stelle Ihnen jetzt Frau Müller vor. Frau Müller hat 5,5 Mikroliter Sanftosan im Blut und 4 Mikroliter Krimenolin. Sie sitzt da. Also auf der X-Achse bis zur 5,5 gehen und dann 4 Kästchen nach oben. Hier 4 Kästchen nach oben, da ist das X. Finden Sie Frau Müller bei sich und stellen Sie fest, ob Frau Müller auf ihrer grünen Seite liegt oder auf ihrer roten Seite von dem Stäbchen. So, wenn Sie alle Frau Müller gefunden haben, bitte ich um Handzeichen. Wer hält Frau Müller für eine unschuldige Bürgerin? Das sind ziemlich viele. Wer hält sie für eine Kriminelle? Das sind auch welche. Die Nasenspitze entscheidet. Wie konnte das passieren? So eine klare Ansage. Naja, war nicht so klar. Ne? Ich habe nur gesagt, machen Sie mal so, wie Sie denken. Und tatsächlich, so wäre das, das ist so meine Standardlinie, die ich legen würde, macht ja jede Linie Fehler. So, und zwar zwei verschiedene Arten von Fehler. Einmal haben wir bösartige Kriminelle, das sind die Quadrate unter der Linie. Und wir haben unschuldige Bürger, die für kriminell gehalten wurden. Und tatsächlich gab es keine Linie, die sie perfekt hätten durchlegen können. Das heißt, sie müssen sich entscheiden. Und selbst wenn wir jetzt angenommen hätten, dass beide Fehlersorten gleich schlimm sind, dann hätte es immer noch 3 verschiedene Linien gegeben. Und aus didaktischen Gründen sitzt natürlich Frau Müller genau zwischen diesen Linien. Deswegen gibt es immer welche, die sie für kriminell halten. Also erste Lektion, selbst wenn wir uns ziemlich gut darüber unterhalten hätten, was ein Fehler ist, wie das zu gewichten ist, dass wir das optimieren wollen, hätten wir immer noch auf unterschiedliche Entscheidungsregeln kommen können. Und das passiert tatsächlich auch in echt. Ja, aber noch viel wichtiger ist die Frage, sind denn überhaupt beide Fehler gleich zu bewerten oder nicht? Nun ja, darüber kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und William Blackstone, ein Rechtsphilosoph von 1760, sagte, it is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Also lieber 10 Schuldige freilassen, als dass ein Unschuldiger leide. Andere Personen der Weltgeschichte sehen das ganz anders. Das ist der Ex-Präsident Dick Cheney.
in einem Interview zur Legalität von Guantanamo Bay befragt, I am more concerned with bad guys who got out and released than I am with the few that in fact were innocent. The few, die wenigen, die dann vielleicht möglicherweise unschuldig seien, schätzt man heute so auf 25%. Die beiden würden also ihr Stäbchen sehr unterschiedlich legen. Und die Message an Sie ist, egal wie Sie Ihr Stäbchen gelegt haben, Sie haben eine moralische Entscheidung getroffen. Sie haben nämlich abgewogen, wie Sie diese Fehlertypen für sich bewerten. Und vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn es um Terroristen und unschuldige Bürger ginge oder um Kriminelle, von denen die eine Sorte wieder rückfällig wird und die andere zwar auch kriminell war, aber nicht mehr. Das heißt, diese moralischen Entscheidungen sind Ihre Entscheidung. Und Sie können es uns als Informatiker sagen, wie Sie es haben wollen. Dazu brauchen Sie kein technisches Wissen. Und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Sie alle werden mitgestalten können, wenn Sie es wollen. Denn die technischen Anteile, die sind gar nicht so kompliziert. Aber diese Entscheidung, was Sie für richtig halten und wie Sie wollen, dass die Maschine entscheidet, das müssen Sie mit uns zusammen machen. Denn wie gesagt, Ethikausbildung in der Informatik ist nicht so unser Hauptding. Also, was durch eine künstliche Intelligenz optimiert werden soll, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Das Wie entwickle ich natürlich nicht nur für solche Vorträge, sondern auch, wenn Dr. Kriebel auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich will da so eine Ausstellung machen. Sie ist Kunsthistorikerin und hat auch herausgefunden, dass sie etwas tun muss, damit Menschen verstehen, was Big Data ist. Und ich hatte die große Freude, sie dabei unterstützen zu dürfen. Wir haben eine wunderbare Broschüre gemacht mit einem meiner besten Mitarbeiter, Tobias Kraft, ist heute auch da, mit dem ich viele dieser Projekte durchgeführt habe. Und das hat angefangen als ein Studierendenprojekt, denn es ist mir wichtig, dass ich meinen Studierenden in vielfältigen extracurricularen Projekten immer wieder anbiete, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Hier sind zwei meiner Studierenden, helfen mir bei einer Dokumentation fürs ZDF. Wir haben eine Redaktionsgruppe für die Gesellschaft für Informatik, den Informatikradar, und wir haben jetzt gerade eine Gruppe gehabt, die für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Fachkonzept gemacht hat. Also hier geht es auch schon weiter. So, und glücklicherweise habe ich inzwischen Unterstützung. Es gibt sie inzwischen, die AI-Journalisten und Journalistinnen. Ich möchte insbesondere nennen Manuela Lenzen mit ihrem Buch Künstliche Intelligenz, selber Philosophin. Christoph Kuklick, der Chefredakteur von GEO mit Die granulare Gesellschaft, was wir bis heute in jedem Einführungsjahrgang für die Sozioinformatik verwenden, weil wir es so toll finden. Eva Wolfangel ist gerade zum European Science Writer geworden, schreibt sehr gute Artikel über künstliche Intelligenz, da können Sie sich immer gut informieren. Und auch im Radio gibt es viele, die sich eingearbeitet haben, zum Beispiel Maximilian Schönherr. Kann ich mich jetzt zurücklehnen? Kann ich wieder in mein Elfenbeintürmchen? Würde ich ganz gerne. Aber naja, auch wenn super viele Frauen inzwischen dazugekommen sind, hier Theresa Hannig möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen, Buchautorin mit zwei wunderbaren Büchern zum Thema maschinelles Lernen und Entscheidungen durch Maschinen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, jetzt für die Sommerferien. Saskia Esken ist selber Informatikerin, ist als SPD-Bundestagsabgeordnete für diese Themen zuständig. Carla Hustedt haben Sie kurz im Film gesehen, ist bei der Bertelsmann Stiftung und leitet das Algo-Ethik-Team mit ganz vielen tollen Projekten. Nathalie Hellberger, eine Kollegin aus den Rechtswissenschaften, und Judith Simon, eine Philosophin von der Fakultät für Informatik in Hamburg. Und es gibt mehr als 80 Frauen, die zu diesen Themen sprechen. Also fast könnte man sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, so, jetzt ist doch gut. Aber naja, es ist nicht nur das Was und das Wie. Und das sieht man im Moment insbesondere an dem Thema Klimakatastrophe, wo es uns allen so schwer fällt, selbst mir als Wissenschaftlerin zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Klimamodell? Wem kann ich vertrauen? Warum gibt es immer mal wieder eine Studie, die was anderes sagt? Und wenn das selbst eine Wissenschaftlerin sagt, die den Betrieb kennt,
dann merkt man erst, wie viel Vertrauen wir von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einfordern, wenn sie uns glauben sollen, dass das, was wir in der Wissenschaft machen, richtig ist. Und zur Klimakatastrophe gibt es vor allen Dingen Katharina Theiss-Brühl, die mir besonders gut aufgefallen ist, weil sie ihr persönliches Hobby, das Zeichnen, benutzt, um die Modelle dahinter verstehbar zu machen. Das macht sie ganz toll, macht sie ganz viel auch auf Twitter. Und man sieht eben, dass es manchmal nicht ausreicht, einfach nur das Was und das Wie aufzubereiten, sondern manchmal braucht es auch das Wer. Und ich persönlich habe sehr profitiert von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Wissenschaft in allgemein zugänglichen Büchern präsentiert haben, insbesondere Dietrich Dörner, Gerd Gigerenzer, der hier auch schon ausgezeichnet wurde, was mir eine besondere Ehre ist, weil er wirklich ein wissenschaftliches Vorbild ist für mich, Dan Ariely, Albert Laszlo Barabasi und Guy Deutscher. Das sind exemplarisch 5 Wissenschaftler, die mir näher bringen, wie ihre Wissenschaft sich für sie anfühlt und die mich teilnehmen lassen, die mir ihre Begeisterung zeigen und zeigen, was es heißt, zu forschen. Ja, wir fallen hin, ja, wir machen Fehler, ja, es gibt auch Personen, die wirklich bösartig Fehler machen, aber die mir zeigen, es ist das wert und du kannst mir vertrauen. Und das habe ich in meinen Bewerbungsunterlagen noch nicht geschrieben, aber im Oktober werde ich mich in diesem Bereich auch ausprobieren. Also das Wer ist halt auch wichtig. Wir brauchen vertrauensbildende Vorbilder, die eben zeigen, wie diese Wissenschaft von innen aussieht. Und da muss man sagen, gibt es nicht so viele Informatikerinnen und Informatiker, die uns mal reingucken lassen in ihrer Arbeit. Zusammenfassend also, ja, Wissenschaftskommunikation ist wirklich fundamental für Gesellschaft, für informierte Entscheidungen und auch, um so jemanden wie mich vor 40 Jahren in die Wissenschaft reinzuziehen, denn das wäre bestimmt nicht passiert, wenn ich nicht diese wunderbaren Sendungen und Bücher alle gelesen hätte. Ich glaube, dass es darin wirklich einen wichtigen Platz gibt für aktive Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und würde mich freuen, wenn insbesondere mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik sich hier deutlicher noch zu Wort melden würden. Ich persönlich verdanke das, dass ich heute hier stehe, vor allen Dingen meinem Mann, der mich immer wieder freistellt für all meine Vorträge und sonstigen Projekte. Ich widme diesen Preis aber meinen Eltern, die als Journalisten mir schon früh gezeigt haben, wie man schreibt. Und meine Mutter war auch Lehrerin und hat mir gezeigt, wie man erklärt. Deswegen geht der Preis an euch. Papa heute stellvertretend für euch beide hier. Vielen Dank. Aber mein letzter Satz geht an all die Profis da draußen, die uns helfen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Und ich möchte diese Bühne nutzen, um an ihre prekäre Situation zu erinnern. Viele von Ihnen sind nur in Projekten, die jeweils 1 bis 2 Jahre von Landesregierung oder Bundesregierung gefördert werden. Wenn Sie wollen, dass hier immer wieder jemand steht und sich für Wissenschaftskommunikation begeistert, dann müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass es beständigere Finanzierungsformen für die Wissenschaftskommunikation gibt. Vielen Dank. Einfach nochmal auf die Bühne. Jawohl, meine Damen und Herren, es geht Richtung Ende. Ich habe 4 Sachen noch zu sagen. Das erste ist herzlichen Dank an Katharina Zweig für einen ganz großartigen Vortrag und für all das, was sie tut.
aber eben auch herzlichen Dank für alle, die hinter den Kulissen und vor den Kulissen und so weiter diesen Abend hier möglich gemacht, unterstützt haben. Licht und Technik, Musikorganisation, DFG-Geschäftsstelle und so weiter. Ganz herzlichen Dank an alle für das Engagement. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in Rostock zur Feier des 20. Kommunikatorpreises. Ich bin Günther Ziegler. Ich habe das Vergnügen, uns alle heute hier durch den Abend zu führen. Ich denke, die haben mich gefragt, unter anderem, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, hier die Preisträgerinnenrede halten zu müssen. Und da werde ich sozusagen langsam uns hinbegleiten. Den Auftakt hat das Gitarrenduo Enip für uns präsentiert. Was Enip heißt, weiß ich auch nicht. Das ist eines der ganz großen Geheimnisse. Die beiden Gitarristen, Timo Bautsch, die beiden Gitarristen sind beide Alumni der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Das bietet mir die Gelegenheit, erstens Danke zu sagen für die Gastfreundschaft hier heute Abend und speziell zu begrüßen die Rektorin Frau Winnacker, wenn die da ist. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Jawohl, danke schön. Die beiden Gitarristen, der eine ist Timo Bautsch, was nicht im Programmheft steht, der hat 3 Semester Wirtschaftsmathematik an der TU in Berlin studiert, woraus man einerseits sagen kann, das ist einer von etlichen Mathematikern, die hier heute auf der Bühne stehen. Andererseits finde ich es immer besonders toll, wenn die DFG eben einfach auch Studienabbrechern eine Bühne bietet, und das ist hiermit eben auch schon geschehen. Der andere von den beiden ist Oliver Heinze. Für den steht schon in der Programmkarte, die Sie ja bekommen haben, gar nicht drin, dass er wirklich sein Studium abgeschlossen hat. Hat er aber nach allem, was ich weiß. Zumindest findet man im Internet die Ankündigung für sein Prüfungs- und Abschlusskonzert. Aus Musik kann man ja sehr vieles lernen. Zum Beispiel auch, dass die Themen, mit denen wir heute zu tun haben, Wissenschaftsfeindlichkeit, Wissenschaftsskepsis, diese Art von Themen ja nicht wirklich neu sind. Das gab es auch schon früher, auch vor den aktuellen Debatten um Fake News und Fake Science. Das klingt dann in etwa so: On ITV and BBC, they talk about the curse. Philosophy is useless. Theology is worse. History boils over. There's an economics freeze. Sociologists invent words that mean industrial disease. Also alle, die meine Generation sind, müssen das eigentlich noch kennen. Wer kennt's? Wem kommt's bekannt vor? Dire Straits, Industrial Disease. Ich würde sagen, einfach nochmal nachhören. 1982, es ist eine ganze Weile her. Ziemlich düster und eben doch noch ziemlich aktuell. Dem Ganzen will ich natürlich gerne auch was Positives entgegensetzen. Also was Positives, es klingt dann in etwa so, wiederum Zitat: Es ist gut, dass die Menschen grundsätzlich positiv auf Wissenschaft und Forschung blicken. Dieses Vertrauen ist gerade in Zeiten von Fake News ein hohes Gut und muss erhalten werden. Es ist deswegen eine große Herausforderung, die Ergebnisse von Wissenschaft verständlich zu kommunizieren und den Mehrwert der Forschung für die Gesellschaft noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Mir ist bewusst, dass hier schon viel passiert und auch, dass insbesondere die Grundlagenforschung keine leicht zu erklärende Materie ist. Dennoch lohnt es sich immer wieder zu schauen, wie die Menschen auch bei neuen Themen begeistert und mitgenommen werden können. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits stark in der Kommunikation sind, sollten dafür mehr Anerkennung erfahren. Ende des Zitats. Wer spricht?
Die Stimmlage könnte einem ja inzwischen bekannt vorkommen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek letzten Herbst bei der Vorstellung des Wissenschaftsbarometers 2018. Ich mache da jetzt keine Textanalyse, das ist nicht die Abteilung für heute, aber ich wollte vier kleine Bemerkungen zu eben auch diesem Text machen. Da hieß es, die Grundlagenforschung sei keine leicht zu erklärende Materie. Also Bemerkung 1, das stimmt. Und insbesondere, also ich habe bei meinem Kommunikator-Vortrag, das ist nur 11 Jahre her, habe ich gesagt, das Zeugs, was wir erklären, ist schwierig. Ich sage, das ist leider schwierig und darauf sind wir stolz. Aber Grundlagenforschungssachen zu erklären, das ist schwierig. Das müssen wir als Voraussetzung festhalten. Zweiter Ausschnitt, es war davon die Rede, die Ergebnisse der Wissenschaft verständlich zu kommunizieren. Dazu die Anmerkung, das ist nicht nur schwierig, das ist fast unmöglich. Wenn wir wirklich versuchen, das zu erklären, wenn verständlich heißen soll, dass man es dann am Ende verstanden hat, also dann kommen wir wieder zurück, das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen auch erzählen und es geht auch nicht nur darum, Ergebnisse zu präsentieren, erklären, erzählen, sondern es geht darum, den Prozess darzustellen. Also Wissenschaftskommunikation hat da eine Menge zu leisten. Nummer 3, da war die Rede davon, Zitat, den Mehrwert der Forschung für die Gesellschaft noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Die Gesellschaft muss natürlich merken, dass die Wissenschaft für was gut ist und eine Menge leistet und Grundlage für alles ist, was wir machen. Andererseits, wenn diese Betonung auf den Mehrwert eben dann heißen soll, dass das Geld am Ende für die Grundlagenforschung nicht mehr da ist oder dass alles unter diesem anwendungsbezogenen Duktus kommen muss, dann müssen wir uns eigentlich dagegen verwehren. Also es ist immer gut und wichtig, die Grundlagenforschung und die Wichtigkeit und die Förderung dafür zu betonen, das haben wir letzte Woche noch mal wörtlich von der Kanzlerin in Berlin gehört. Das ist eine Sache, die steht. Vierter Ausschnitt aus dem kleinen Text, den ich brachte, der sagte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereits stark in der Kommunikation sind, sollten dafür mehr Anerkennung erfahren. Das klingt eigentlich nach sowas wie dem Kommunikatorpreis und dafür sind wir da heute Abend. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt das Vergnügen, einfach mit ein paar Gesprächsgästen, die Sie alle kennen, einer nach dem anderen hinzuführen zur Preisverleihung. Den ersten, den ich dafür auf die Bühne bitte, ist DFG-Präsident Peter Strohschneider. Einen Applaus, bitteschön. Herr Strohschneider. Schön, dass Sie da sind. Über Wissenschaftskommunikation kann man natürlich eine Menge sagen. Machen Sie einen Auftakt? Also ich mache einen Auftakt. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Lieber Herr Ziegler, ich will die Frau Zweig herzlich begrüßen, wegen der wir das irgendwie alles veranstalten. Schön, dass das möglich war. Es gibt frühere Kommunikatorpreisträger, Sie haben das schon in aller Dezenz angedeutet. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere Kommunikatorpreisträger. Ob die da sind, kann ich nicht sehen, weil ich so geblendet bin. Also ich weiß, dass Udo Günthöfchen da ist. Den kann ich auch nicht sehen und er hat da ist er. Er hat, sollte vielleicht da sein. Ich wollte die Mitglieder der Jury begrüßen, die ersichtlich
schon vor 11 Jahren wie auch heute genau das Richtige. Da brauchen wir jetzt keinen Running Gag draus machen, Herr Großschneider. Genau das Richtige getan hat und dass das so ist, das hat auch mit der Arbeit der Vorsitzenden zu tun, Julika Griem, der ich herzlich danken will dafür, dass und wie sie diese Aufgabe übernimmt. Und dann will ich Herrn Barner herzlich begrüßen und sagen, dass es auch im 20. Jahr des Kommunikatorpreises ein besonderes Vergnügen und eine Ehre ist, dass der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschungsgemeinschaft das gemeinsam tun können. Die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation zu betonen, auch in der Form einer solchen schönen Preisverleihung. Und diese Bedeutung, das haben Sie ja gerade in dem Zitat schon einmal zusammengefasst gefunden, diese Bedeutung hat natürlich damit zu tun, dass Wissenschaft und Forschung irgendwie übersetzt werden müssen. Und eher kommt es auf das Wie an als auf das, dass die Methoden und Bedingungen gezeigt werden können müssen, die Prozesse, in denen wissenschaftliches Wissen entsteht und kommuniziert wird. Und das ist ein ziemlich herausfordernder Prozess, weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der es gar nicht so einfach ist zu sagen, was eigentlich allgemein verbindliches Wissen sei und wie man umgeht mit all den Kontexten, in denen Wissen, das mit einem gewissen Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit daherkommen darf, weil es nämlich methodisch gewonnenes Wissen ist, wie man in diesen Kontexten umgeht mit den Hoffnungen, mit den Ängsten, mit den Machtinteressen, mit den Deutungskonflikten, den Deutungskonkurrenzen, mit Vorurteilen, mit Ressentiments, mit Klischees, die uns ja in der Tat nicht erst in den letzten Jahren beschäftigen, sondern die in einer gewissen Weise die Geschichte der Wissenschaft immer begleitet haben, aber mit der wachsenden Bedeutung von Wissenschaft für alle Formen des öffentlichen, des gesellschaftlichen, des privaten Lebens auch neue Formen angenommen haben. Und wie geht man um mit den Unsicherheiten, mit den Grenzen, mit den Ambivalenzen wissenschaftlichen Wissens, mit dem Status wissenschaftlichen Wissens und was für Bilder von Wissenschaft sind es denn, die man bestätigt oder irritiert, die man aufbaut oder zerstört, wenn man über Wissenschaftskommunikation spricht. Und die Antwort auf solche Fragen, die ist manchmal ja ganz einfach. Anfang des Jahres in der Feinstaubdebatte, würde ich sagen, war das eine vergleichsweise einfache Antwort. Da sind ein paar Pseudowissenschaftler aufgetreten, die sind vom Mediensystem zum Hype hochgejatzt worden und ein Verkehrsminister, dem die ganze Richtung nicht passt, hat das benutzt, um die Wissenschaft sozusagen zu delegitimieren. Das Fachwort dafür heißt Agnotology. Das ist ein vergleichsweise einfacher Fall, um diese Komplexitäten zu beschreiben. Andere Fälle sind viel komplexer und zeigen, wie schwierig die Übersetzungs-, die Sensibilisierungsleistungen der Wissenschaftskommunikation sind und wie sehr sie auch mit den Risiken des Missverstehens oder auch des Scheiterns einhergehen können, nicht anders als die Wissenschaft selbst. Und weil das alles so komplex ist, deswegen ist es wichtig, dass der Kommunikatorpreis dieses Jahr eine Preisträgerin hat, die vorführt, wie man es wirklich macht und nicht aus irgendeinem abgelegenen Bereich, sagen wir, wie den der Altgermanistik, sondern aus einem Bereich, der in diesem ganzen, also für Altgermanisten ist ein Zentralbereich, aber eben für Mathematiker zum Beispiel ist es eher ein abgelegener Bereich. Aber so ist es immer, die Welt ist eben polyperspektivisch und wir können nicht alle denselben Beobachtungspunkt einnehmen. Künstliche Intelligenz, Informatik, das ist jedenfalls ein Bereich, wo auch angesichts der öffentlichen Bearbeitung der Themen, um die es dort geht, man besonders deutlich beobachten kann, wie schwierig, wie riskant, mit wie viel Raffinesse Wissenschaftskommunikation betrieben werden muss. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Kommunikatorpreis verleihen. Haben Sie den Eindruck, dass die Wissenschaft heute mehr Druck hat und spürt, zu kommunizieren? Oder erleben Sie, dass das sozusagen eigenes Interesse und eigener Antrieb ist,
zu sagen, wir müssen eben einfach nicht nur machen, sondern auch präsentieren, erklären, erzählen und so weiter. Also ich würde sagen, auf der Seite der Wissenschaft gibt es das eine und das andere. Es gibt ja extrovertierte Wissenschaftler und introvertierte Wissenschaftlerinnen. Und das ist vielleicht nach Konstitution auch ganz unterschiedlich und darf auch so sein. Ich finde es ganz schlecht, wenn gewissermaßen jeder Mann und jede Frau im Wissenschaftssystem unter einen Dauerimperativ gesetzt wäre, das zu machen. Und es gibt auch Leute, die öffentlich so kommunizieren, dass das Wissenschaftssystem gar kein Interesse daran haben kann, dass sie von ihm sozusagen öffentlich vertreten werden. Ich glaube, das würde ich sagen, so viel Wahrheit muss schon in einer Wissenschaftsveranstaltung möglich sein. Ich würde aber doch sagen, dass es ein wachsendes gesellschaftliches, sagen wir, einen wachsenden Imperativ zur Erklärung gibt. Der hat mit der Expansion des Wissenschaftssystems zu tun. Ich würde auch sagen, mit der Expansion des Personals, der Kosten, der Wissensansprüche von Wissenschaft und auch damit, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ganz generell in meiner Formel von systemischen Verantwortlichkeiten auf individuelle Accountabilities umgestellt wird. Und die haben etwas damit zu tun, mit einem Dauerimperativ. Jetzt sag mal, warum du das machst und wem das etwas nützen soll, wie das bei den Dire Straits parodiert worden ist. Gut. Also ich hätte da vorhin jetzt gerade nach Beispielen gefragt, aber das machen wir vielleicht später. Stattdessen bitte ich den Präsidenten des Stifterverbands zu uns auf die Bühne, Herrn Barner, der uns vielleicht auch einfach ein paar Bemerkungen zur Preisträgerin schon machen kann, die er ja kennt. Ja. Ganz herzlich möchte ich Sie auch von meiner Seite aus zur Preisverleihung begrüßen. Die Preisverleihung des Kommunikatorpreises ist eigentlich jedes Jahr eine Freude, inspirierend, unterhaltsam und mit am wichtigsten, man lernt dazu, nicht zuletzt durch die guten Vorträge der Preisträgerinnen und Preisträger. Vorträge also von Persönlichkeiten, die gute Forschung mit guter Lehre verbinden und überzeugende Kommunikatoren sind. Allein Ihr Werdegang, Frau Zweig, ist aus meiner Sicht exemplarisch schön. Sie zeigen, dass man Biochemie mit physikalischer Chemie und Physiologie studieren kann, um dann letztendlich zur Entwicklung und dem Einsatz von Algorithmen zu forschen. Frau Griem, die Juryvorsitzende, wird dies sicherlich detaillierter beleuchten. Wichtig ist mir dabei, dass dieses Beispiel zeigt, wofür Universitäten stehen können und stehen sollten. Für Breite in der Ausbildung, für die Öffnung der Perspektiven, idealerweise damit verknüpft, Ort der kritischen Diskussion zu sein. Also nicht primär Orte, an denen in kürzester Zeit stromlinienförmig das Studium abgeschlossen werden kann, um dann möglichst sich immer weiter spezialisieren zu forschen. Natürlich ist beides wichtig, Breite in der Ausbildung und später dann auch der Tiefgang in der Forschung. Nun zurück zu Ihnen, Frau Zweig, Sie vertreten ein Thema, das wie kein anderes die Veränderung unserer Gesellschaft und unseren Alltag beeinflusst. Wenn wir Informationen im Internet suchen, Urlaube buchen oder uns digital vernetzen, sind wir mit Algorithmen konfrontiert. Sie entscheiden nicht nur, welche Informationen uns angezeigt werden, sie bewerten beispielsweise auch, ob uns eine Wohnung vermietet werden kann oder greifen in Bewerbungsverfahren ein. In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Bertelsmann Stiftung wurde der Frage nachgegangen, was Menschen in Deutschland eigentlich über Algorithmen wissen und denken. An dieser Stelle möchte ich nur drei Kernergebnisse nennen. 45% der 1200 repräsentativ Befragten fällt zum Begriff Algorithmus spontan, wenn gefragt, nichts ein. 46% der Befragten sind unentschieden, ob Algorithmen mehr Chancen oder Risiken beinhalten. Und 79% der Befragten ziehen menschliche Entscheidungen, den Entscheidungen, die von einem Computer getroffen werden, vor. Um die Ergebnisse einer solchen Umfrage zu verstehen, lohnt es sich natürlich immer hineinzuschauen, was denn eigentlich gefragt wurde. Und hier war die Frage, Algorithmen entscheiden vielleicht sachlich, dennoch ist mir unwohl dabei, wenn Computer Entscheidungen über mich treffen. Ich finde es besser, wenn Menschen solche Entscheidungen treffen. Da wundert mich dann nicht, dass dann 79% sagen, dass sie das mit den Algorithmen für schwieriger halten als oder vom Computer schwieriger halten als von Menschen. Es ist wichtig, wie es gefragt wurde.
weil die Hälfte der Menschen nicht weiß, was Algorithmen sind und vermutlich kaum einer weiß, wie präzise Algorithmen eigentlich zu definieren sind und wie sie funktionieren, ist vollkommen unklar auch für die meisten, dass sie eigentlich tagtäglich Algorithmen nutzen, wenn sie beispielsweise ihr Smartphone anschalten. Deswegen brauchen wir möglichst bald eine gesellschaftliche Debatte, die informiert und Chancenrisiken objektiv thematisiert. Wir brauchen aber auch eine Auseinandersetzung zu den ethischen, politischen und regulativen Fragen. Es geht darum, mit Politik und Unternehmen, mit der Wissenschaft wie auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, welche Relevanz die Technologie für den Alltag hat, welche ethischen Implikationen die Nutzung von Algorithmen mit sich bringt, von wo wir als Gesellschaft Grenzen setzen wollen und welchen Beitrag Politik und Wirtschaft dazu leisten kann und leisten sollte. Wissenschaftlerinnen wie unsere heutige Preisträgerin mischen sich hier ein und erschließen ihr Wissen für die gesellschaftlichen und politischen Debatten. Sie leisten einen Beitrag dazu, die Gegenwart und Zukunft mitzugestalten. Dafür brauchen wir hervorragende Wissenschaftskommunikation. Wir brauchen hervorragende Wissenschaftler, die kommunizieren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommunizieren, die für eine exzellente Wissenschaft stehen, aber auch den Dialog suchen und die Verantwortung übernehmen. Dass sie ihr Labor Algorithm Accountability Lab nannten, finde ich ganz wunderschön und zeigt auch, dass sie schon den Schritt in Richtung Gesellschaft sozusagen auch in der Definition ihrer Forschungsarbeit genommen haben. Der Dank des Stifterverbands geht natürlich auch dieses Jahr wieder an die Jury unter Leitung von Frau Kriem. Der 20. Preis kann heute vergeben werden. Nächstes Jahr feiern wir dann 20 Jahre Wissenschaftspreis, Kommunikatorpreis. Ihnen, liebe Frau Kriem, vielen Dank, aber auch Ihnen, Herr Strohschneider, für die vielen Jahre des, was ich ein gutes Miteinander nennen möchte, und für die Bereitschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft, diesen Preis immer wieder neu mit dem Stifterverband vergeben zu wollen. Ich glaube, das ist essentiell. Neben dem Preis. Ja. Neben der Urkunde, die vermutlich irgendwo verschwinden wird, gibt es nachher ein Hologramm, und ich möchte mich auch gern bei Herrn Leinberg bedanken, der dieses Original, dieses Hologramm geschaffen hat. Der Kommunikatorpreis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird, nochmals sei dies gesagt, unabhängig vom Stifterverband auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. Ich denke, dass die DFG eine ausgezeichnete Wahl getroffen hat. Und so schließe ich meine kurze Einführung mit einem herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Zweig. Dankeschön. Ja. Ja. Danke, Herr Barner. Sie haben Julika Kriem ja schon angesprochen als die Juryvorsitzende. Ich schlage mal vor, Sie kommen auf die Bühne und erzählen uns ein bisschen, soweit Sie dürfen und wollen und können, über die Juryarbeit. Nehmen Sie sich eine von den Mikros hier. Sie können auch die Keule einfach rannehmen. Dankeschön. Ja, sehr schön, hier zu sein in dieser Runde. Zur Juryarbeit kann ich dreierlei sagen. Das Erste, was mir wieder aufgefallen ist, ist, dass hier sehr, sehr sorgfältig gearbeitet wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt in dieser Jury so etwas wie beste Routinen. Es gibt gute und schlechte Routinen. Wir brauchen aber alle gute Routinen, und die konnten wir hier nur entwickeln, weil wir auch aus der Geschäftsstelle ganz hervorragend bei der ziemlich aufwendigen Auswahl unterstützt werden. Das braucht Zeit, und auf diese Weise sind wir in der Lage, das an einem Tag, und da müssen wir uns schon ziemlich ranhalten, hinzukriegen. Der zweite Punkt ist, was Sie Routine nennen, nennen andere Leute dann Algorithmen, oder? Da kommen wir später drauf. Okay. Ja. Der zweite Punkt ist, es ist eine lernende Jury. Das gefällt mir besonders gut, weil ich bin ja erst zum zweiten Mal dabei gewesen. Mein Eindruck ist, dass wir uns während der Diskussion über die Kandidatinnen und Kandidaten auch immer intensiv und trotzdem ziemlich leichthändig über die Kriterien
unsere Arbeit mitverständigen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir wenden also nicht einfach nur nach Schema F an, sondern wir denken in unserer Diskussion dessen, was wir für preiswürdig halten, darüber nach, warum wir das tun, ob wir vielleicht Kriterien verändern, anpassen und warum wir das unter Umständen tun sollen. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch mit Blick auf die Zukunft zu sprechen. Der dritte Punkt, der mir dazu einfällt, ist, das ist eine sehr vertrauensvolle Arbeit. Und auch das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir uns nicht alle schon seit 20 Jahren kennen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auch verstärkt und verjüngt, was die Jury, glaube ich, maßgeblich stärkt, weil jüngere Personen dabei sind, die ganz andere Expertisen und mediale Erfahrungen haben. Und wir haben, ich glaube, das bilde ich mir nicht ein, in der letzten Sitzung auch ziemlich viel gelacht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine vertrauenswürdige und geschmeidige Juryarbeit. Geben Sie uns vielleicht ein, zwei Zahlen. Wie viele Bewerbungen gab es? Gestritten haben Sie sich kurz, aber intensiv über die Entscheidung und am Ende war es klar? Wir haben eine Weile gebraucht. Also es ist nicht so, dass nach der ersten Stunde schon ein Stimmungsbild da ist und dann verständigt man sich noch ein bisschen pro forma. Das war wieder eine sehr, sehr intensive Diskussion, die ihre Zeit brauchte. Ich muss jetzt zu Frau Rateike gucken. Wie viele Bewerbungen hatten wir dieses Jahr? Ich glaube, es waren ungefähr 40. Ungefähr um die 40, ne? Ja. Genau. Und so dicke Unterlagen, Bewerbungsunterlagen zum Teil, also das ist schon ziemlich anspruchsvoll, sich da durchzuarbeiten. Bewerbungsunterlagen ja nicht nur, typischerweise nicht nur Papier ist dann, sondern... Nein, diese Unterlagen sind die Einladung, sich möglichst viel unterschiedlich mediale Darbietungen dann auch anzuschauen. Ja, also wunderbar für diese Skizze der Juryarbeit und nochmal von uns auch herzlichen Dank für dieses Engagement. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das schwierig ist. Es macht aber auch ziemlich viel Spaß. Also sonst. Das darf es aber auch. Herr Barner, Sie kennen die Preisträgerin ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Zusammenhängen. Sagen Sie da noch ein paar Sätze dazu? Ich kenne die Preisträgerin primär aus dem Internet, habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Und das, was uns nun wirklich verbindet, ist, dass wir beide im Bundesland Rheinland-Pfalz zu Hause sind. Über die Förderung der Studierenden in Rheinland-Pfalz will ich jetzt gar nichts sagen, weil das wäre, glaube ich, nichts, womit wir hier wirklich ganz vorne mit dabei sind. Aber die TU Kaiserslautern ist eine sehr gute Universität und die kenne ich natürlich aus verschiedenen Perspektiven. Es ist ja künstliche Intelligenz und KI sozusagen ein großes Thema hier eben auch für die Arbeit. Herr Strohschneider, könnten wir uns damit mit genug künstlicher Intelligenz nicht eigentlich auch die Juryarbeit sparen? Oder kommt das demnächst? Die DFG muss natürlich auch immer auf der Höhe der Zeit sein und Entscheidungsverfahren implementieren, die alles realisieren, was die Technik hergibt. Also die DFG ist auf der Höhe der Zeit. Das ist von Amts wegen, muss ich das feststellen. Und in der Tat würde dann ja vieles ganz leicht werden. Wir würden irgendwie die Geschäftsstelle auf 10 Sachbearbeitungen einstampfen können. Und dann würden viele für die Forschung selbst freigesetzt sein. Ich würde sagen, es gibt zu dieser Frage gibt es algorithmische Förderentscheidungen, nicht algorithmische Unterstützung von Entscheidungsprozessen, sondern algorithmische Förderentscheidungen. Die kann es sicher geben. Die, würde ich sagen, sind vor allem mit zwei Problemen befasst. Sie würden ja einen Auswahlprozess auf einen bestimmten Parametersatz hin optimieren und ganz schnell hätten die Antragsteller auch Algorithmen, die die Anträge auf denselben Parametersatz hin optimieren. Das macht es erfreulicherweise unwahrscheinlich, dass die Wissenschaft noch mit irgendwelchem irritierenden Neuen rumkommt.
weil es klar, ne, sprechen diese beiden Algorithmen miteinander. Und das andere ist ein ziemlich kompliziertes Problem. Wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht nur akzeptabel sind, sondern auch legitim. Und die Legitimität von Förderentscheidungen, ob es sich um Preise handelt oder um Projektfinanzierung, die Legitimität jedenfalls in unserer Zivilisation, die Legitimität von Förderentscheidungen hängt daran, dass sie diskursivier und also kritisierbar sind. Und das sind algorithmische Ergebnisse, nicht in der Weise, wie wir es für Legitimität unterstellen müssen. Insofern würde ich ein bisschen noch mit den 800 Leuten gerne zusammenarbeiten. Gut. Vielleicht noch eine Frage in den Kontext. Ja, da können wir auch einen Applaus dafür geben. Ist sozusagen der Diskussionsprozess im Hinblick zu Förderentscheidungen in Fachkollegien oder wie auch immer DFG-Gremien eigentlich vom Prinzip her dasselbe wie eine Juryarbeit für einen Kommunikatorpreis? Also wenn wir das so aufwendig, legitimationstechnisch so aufwendig machen würden, bräuchten wir, glaube ich, mehr Zeit. Aber vom Grundsatz her denke ich, was die Sorgfalt anbetrifft, was das Delegieren von bestimmten Vorauswahlentscheidungen an Sachkundige, andere Personen anbetrifft, kann man das schon ganz gut vergleichen. Auch dieses erst sich vergewissern über die Kriterien, bevor man dann eben wirklich genau. Richtung Entscheidungen genau. geht, das ist im Prinzip auch dasselbe. Ja, Juryentscheidungen werden durch das Charisma der Preisträgerinnen legitimiert. Das ist ein völlig anderer Mechanismus als in Projektentscheidungen. Und natürlich spielt die Chemistry in so einer Jury keine kleine Rolle. Das heißt, man muss auch immer wieder diese Gruppe moderieren. Natürlich gibt es das auch in anderen Auswahlgremien, aber das Verfahren ist natürlich insgesamt nicht so komplex gestuft. Wunderbar. Ich würde sagen, Herr Barner dazu. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt einbringen. Die DFG fördert, die DFG ist aktiv bei der künstlichen Intelligenz, aber wenn Sie sich Europa und Deutschland anschauen, dann sind wir dort deutlich weniger stark, insbesondere bei der neuronalen Artificial Intelligence im Vergleich zu China, das mittlerweile absolut den ersten Platz einnimmt und auch im Vergleich zu den USA. Das heißt, Europa müsste sich ganz schnell, ganz stark gemeinsam aufstellen, um hier noch mitwirken und mitmachen zu können. Und das hat natürlich substanzielle wirtschaftliche Konsequenzen, wenn wir hier deutlich zurückfallen. Das heißt nicht, dass wir nicht die gesamten ethischen Fragen, das hatte ich ja vorhin bewusst angesprochen, klären müssen und mit denen arbeiten müssen. Aber dass wir uns hier schneller bewegen müssen, in Europa und insbesondere auch in Deutschland, ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich glaube, dazu höre ich einen Konsens, den sehe ich auch unterstützt von Herrn Dr. Meyer, der hier das BMBF heute Abend vertritt. Also wir haben hier einen ziemlichen Konsens. Wir haben hier jetzt über Juryarbeit gesprochen. Ich schlage vor, wir nähern uns jetzt dem Ergebnis der Juryarbeit, indem wir uns vorstellen lassen, die Preisträgerin zunächst im Film. Wissenschaftlerin durch und durch. Ob ich zu Hause Brettspiele spiele oder am Strand lang gehe und irgendwelche seltenen Meeresringelwürmer finde oder auch versuche zu verstehen, wie Beziehungen funktionieren oder meine Kinder versuche zu verstehen, das steht immer ganz weit oben. Beobachtung, Hypothese, Experiment, Erkenntnisgewinn. Eine andere wichtige Komponente ist mein Glaube, denn dadurch wollte ich gerne verstehen, was ist eigentlich das Menschenbild hinter Algorithmen, die Entscheidungen treffen über Menschen. Das sollten wir bedenken, wenn wir diese Algorithmen einsetzen. Eigentlich bin ich Algorithmendesignerin und habe das sehr lange, sehr gerne gemacht, bis ich festgestellt habe, dass es nicht reicht, einfach nur einen Algorithmus zu entwickeln und den dann auf eine Fragestellung zu schmeißen und zu hoffen, dass die Zahlen dahinter irgendwie interpretierbar sind, sondern dass wir ganz oft, indem wir einen Algorithmus verwenden, auch Gesellschaft verändern. Und deswegen haben wir auch einen Studiengang entwickelt, in dem wir das von Anfang an gezielt an die Studierenden ranbringen, und das ist die Sozioinformatik. Das heißt 50% Software Engineering, die sollen also wirklich auch Software bauen können. Die sollen aber auch eine Idee haben, was das mit der Gesellschaft macht.
und dazu bekommen sie eine Grundausbildung in Recht, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie und Ethik natürlich. Und wir hoffen, dass sie damit bessere Software herstellen können, die uns als Gesellschaft nützt. Kai ist eine Zeichenfigur, die ich mir ausgedacht habe, weil ich, während ich Texte geschrieben habe, immer gedacht habe, ach, das müsste man jetzt bebildern. Und Kai ist für mich ein Vehikel, um mit ein bisschen Humor rüberzubringen, dass wir bei künstlicher Intelligenz nicht immer gleich an den Terminator denken, vor dem man Angst haben muss. Und ich hoffe, dass das einfach einen Zugang öffnet. Die künstliche Intelligenz, die wir im Moment sehen, die kommt von der anderen Seite des Atlantik. Und wir haben das Gefühl, dass wir völlig ohne Kontrolle sind. Und das ist eine sehr unschöne Situation. Die KI, die wir in den nächsten 10 Jahren sehen werden, das wird sehr viel näher an uns dran sein. Stellen wir uns vor, Sie arbeiten in einer Firma und der Arbeitgeber sagt so, wir haben jetzt eine ganz tolle neue Software, die entscheidet, wer in die Management-Ebene kommt. Und da möchten Sie ja eigentlich schon gerne wissen, wie funktioniert das Ding? Habe ich überhaupt eine Chance? Was muss ich verbessern, damit die Maschine denkt, dass ich in die nächsthöhere Ebene aufsteigen kann? Und im Moment wäre es unklar, wer dafür verantwortlich ist und wer sich da einbringen kann. Und ich glaube, die meisten würden auch davor zurückschrecken. Davon verstehe ich nichts. Wie soll ich da mitdiskutieren? Und da möchte ich mit meiner Wissenschaftskommunikation gerne für Aufklärung sorgen, für Empowerment, dass Leute wissen, ach, so schlimm ist das alles gar nicht, das sind große Namen. Da ist aber immer noch keine Magie drin. Ich kann verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Ich kann die richtigen Fragen stellen. Tatsächlich ist es mir wichtig, diese Begriffe zu entmystifizieren. Wir versuchen, Menschen auf vielen verschiedenen Kanälen zu erreichen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung mitbegleitet und haben da Ausstellungsgegenstände designt. Wir versuchen, mit Lego-Männchen fürs Fernsehen zu erklären, wie man Entscheidungen trifft. Und ich bin ganz gerne auf Twitter unterwegs, um zum Beispiel zu berichten aus meiner Kommissionsarbeit. Ich bin beratendes Mitglied für die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages. Und aus diesen Sitzungen heraus so ein bisschen zu twittern, das hilft, glaube ich, damit Bürgerinnen und Bürger sehen, was wir da eigentlich tun und das ein bisschen transparenter zu machen. Wir wollen die trotzdem haben. Die sind wichtig. Das Netzwerken ist vor allen Dingen für die Sache wichtig. Wenn man wirklich verstehen will, welche Auswirkungen Software auf Gesellschaft hat, dann müsste man Experte in so vielen Dingen sein. Das ist einfach nicht möglich. Und das heißt, es ist für mich überlebensnotwendig, dass ich in jeder Fachdisziplin Leute habe, die Geduld haben, mir etwas zu erklären aus ihrem Fach und die auf der anderen Seite auch selber einen Gewinn darin haben, wenn ich ihnen erkläre, was bei uns die Technologie ist. Ohne diesen Austausch könnten wir nicht wirklich diese völlig neuen Phänomene verstehen. Und deswegen ist das absolut vital. Kai spiegelt eigentlich genau diesen Zustand der künstlichen Intelligenz heute nach. Der kann schon ein paar Sachen, der versteht auch ein paar Regeln, aber der ist an manchen Stellen so kreuzdumm, dass man sagt, der darf jetzt nicht wirklich über Menschen entscheiden. Und eine KI, die bei mir in der Vorlesung säße, die sollte die Ohren aufsperren, wenn wir darüber reden, wie widersprüchlich Menschen sind. Also Kai müsste lernen, dass wir ganz oft nicht das meinen, was wir sagen. Ich wünsche mir, dass wir ein gutes Händchen darin haben, auszusuchen, wo KI uns als Menschen sinnvoll unterstützen kann und wo wir die Finger davon lassen sollten. Und natürlich müssen wir als Wirtschaftsstandort auch schauen, dass wir innovativ bleiben und neue Services und Produkte entwickeln. Auf der anderen Seite, da, wo es um den Menschen geht, da, glaube ich, sollten wir wirklich äußerste Sorgfalt walten lassen. Und da müssen eben die Bürgerinnen und Bürger auch mit in die Diskussion genommen werden. Das sollte nicht einfach so entschieden werden. Und muss ich jetzt noch hinzufügen, lieber Herr Ziegler,
Damit beginne ich, weil ich mich besonders freue, dass der Kollege heute Abend diese Moderation übernommen hat. Das ist nämlich auch schon ein wissenschaftskommunikatives Signal. Wir könnten uns ja Leute von außen einkaufen. Wir könnten aber auch darauf hinweisen, dass wir selbst einen solchen Abend auch ziemlich lässig moderieren können. Dafür schon mal vielen Dank. In einer amerikanischen Studie wurde vor kurzem mit Hilfe von Zeichnungen gefragt, wie Kinder und Jugendliche sich über einen Zeitraum von 50 Jahren Wissenschaftler vorstellen. Die 5- bis 8-Jährigen haben noch zur Hälfte Männer und Frauen gezeichnet. Bei den 14- bis 15 Jahre Alten entschieden sich 75% für den mittelalten weißen Mann. Da der Scientist im Englischen eher in den Naturwissenschaften und MINT-Fächern angesiedelt ist, schließt sich die Frage an, warum Mädchen und junge Frauen sich eigentlich für Fächer entscheiden sollten, deren Rollenmodelle bis heute durch Stereotypen geprägt sind. Eine Antwort auf diese Frage wurde in einer Ausstellung über Frauen in der Computergeschichte im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn erprobt. Am Anfang, hieß es dort programmatisch, war Ada. Ada Lovelace nämlich, die autodidaktisch gebildete Assistentin von Charles Babbage, die 1843 eigene Notizen zu Babbages unvollendet gebliebener analytischer Maschine angefertigt hat. Die Ausstellungsmacher griffen also zu einem bewährten kommunikativen Kniff. Viele von uns suchen nach weiblichen Gründungsfiguren, um historische Pfade für mehr Vielfalt zu bahnen. Dabei helfen uns zum Beispiel Emmy Noether und Marie Curie und eben auch Ada Lovelace. Wann immer neue Gründungsfiguren ins Spiel gebracht werden, lässt aber, das ist völlig klar, der Widerspruch nicht auf sich warten. Ada Lovelace gilt innerhalb der Informatik nicht bei allen als erste Programmiererin, sondern auch als Legende, der es gelang, Interesse möglichst geschickt auf ihre Person zu lenken. Aus solchen Debatten kann man viel über sich wandelnde und längst nicht immer objektiv begründbare Konjunkturen der Aufmerksamkeit lernen. Eine Spur der viktorianischen Hobbymathematikerin führt nach Rheinland-Pfalz, wo das sogenannte Ada Lovelace-Programm für Frauen und Mädchen in den MINT-Fächern auch in Kaiserslautern Station gemacht hat. Dort wiederum wirkt unsere heutige Preisträgerin, die sich vermutlich entspannt dagegen wehren würde, in eine Genealogie weiblicher Pionierinnen eingesperrt zu werden, wie viele ambitionierte und erfolgreiche Wissenschaftlerinnen der Gegenwart. Über Fachgrenzen hinaus, darauf hat Herr Barner bereits verwiesen, hat Frau Zweig bereits während ihres Doppelstudiums der Biochemie und Bioinformatik geschaut. Mit einem Stipendium der Leopoldina arbeitete sie im Bereich statistischer Biophysik in Budapest und gründete danach ihre eigene Arbeitsgruppe zum Thema Graphentheorie und Analyse komplexer Netzwerke. Seit 2012 ist sie Professorin an der TU Kaiserslautern und für ihre dortige Arbeit und deren Ausstrahlung über die Forschung hinaus wurde sie bereits 2014 zu einem von 39 digitalen Köpfen ernannt. 2017 und 2018 wurden ihr der Ars Legendi-Preis, der Fakultätenpreis und die Theodor-Heuss-Medaille verliehen. Schon das Wissenschaftsjahr 2014 stand unter dem Thema die digitale Gesellschaft. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Und es mag angesichts der gegenwärtig diskutierten Herausforderungen vorhersehbar erscheinen, dass eine Informatikerin und eben nicht nur Informatikerin mit dem diesjährigen Kommunikatorpreis ausgezeichnet wird. Bei Katharina Anna Zweig handelt es sich allerdings um eine besonders anregende Form von Informatik, die in beeindruckender Weise zu fächerübergreifender Kooperation und wissenschaftsüberschreitender Kommunikation einlädt. Das zeigt sich zum Beispiel in dem auch schon erwähnten Algorithm Accountability Lab. Hier kommen Informatik, Mathematik und Physik zusammen, um Datennetzwerke in der Krebsmedizin, Ökologie, Wirtschaft, Psychologie oder Rechtslehre zu untersuchen, um das algorithmenbasierte Geschehen in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu verstehen.
Neben der Graphentheorie befasst sich die Gruppe mit methodischen Problemen wie der Frage, wie und um welchen Preis man kognitionswissenschaftliche Experimente nicht nur im Labor, sondern auch online durchführen könnte, zum Beispiel in Spielsituationen. Oder auch mit Fragen, die Laien auch sofort einleuchten. Was bedeutet es eigentlich, dass soziale Netzwerkplattformen selbst über Nichtmitglieder so viel wissen? Bereits mit dem Namen Algorithm Accountability Lab wird klargemacht, dass die Arbeit von Algorithmen und auch Algorithmenforscherinnen auf gesellschaftliche Vorannahmen und Folgen hin, das haben wir gerade gehört, befragt werden muss. Einen weiteren Schritt in diese Richtung sind Katharina Anna Zweig und ihre Kolleginnen mit dem gemeinnützigen Verein Algorithm Watch gegangen, mit dem sie auf einer lebendigen Webseite und mit vielen Veranstaltungsformaten dazu einladen, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung einzuordnen und diskutieren zu lassen. Dieses Forum hat uns als ein besonders gutes Beispiel für die Unterstützung der allseits und mit Recht angemahnten Digital Literacy überzeugt. Hier wird Interesse geweckt, nicht allein, weil Autoritäten das einfordern, sondern weil schlagartig klar wird, dass Algorithmen längst ihren Sitz in unserem Leben haben. Und plötzlich erscheint es notwendig, über sperrige formale Operationen nachzudenken, weil sie Entscheidungen über Kreditwürdigkeit, Gesundheitsfürsorge oder auch zum Beispiel Haftverlängerung gestalten. Und das eben nicht immer entlang eindeutiger politischer Linien. So erinnert Frau Zweig zum Beispiel auch daran, dass afroamerikanische Bürgerrechtsorganisationen gefordert haben, bestimmte juristische Entscheidungen an Maschinen zu delegieren, weil übermüdete und vorurteilsbehaftete Juries zu Fehlurteilen neigen können. Spätestens hier könnte ich mir vorstellen, auch das wurde schon angesprochen, dass viele von uns gern mit ihr diskutieren würden, welche Entscheidungskulturen im Wissenschaftssystem selbst verändert werden könnten oder zumindest überdacht werden können. Ich möchte noch kurz an weiteren Punkten verdeutlichen, warum Katharina Anna Zweig uns überzeugt hat. Die TU Kaiserslautern verdankt nämlich ihrer Initiative den deutschlandweit bisher einzigartigen Bachelor- und Masterstudiengang Sozioinformatik. Absolventinnen dieses Studienprogramms, wir haben es gerade gehört, erhalten eine sehr fundierte Ausbildung in Grundlagen der Informatik, Methoden der empirischen Sozialforschung und Psychologie, wirtschaftswissenschaftlichen Modellen sowie philosophischen und juristischen Perspektiven. Auch diese Initiative leistet einen zentralen gesellschaftlichen Beitrag zur Stärkung von Digital Literacy. Warum? Zu häufig arbeiten wir uns gegenwärtig daran ab, alle und möglichst schnell über Wissenschaft im Singular zu informieren. Über diesem, mit Verlaub gesagt, kommunikationstheoretisch etwas naiven Unterfangen vergessen wir manchmal, dass Studierende eine Schlüsselrolle für die Wissenschaftskommunikation spielen können. Sie sind nicht nur die Fachkräfte von morgen, die möglichst breit digital alphabetisiert werden müssen, sondern sie sind auch Kinder und Enkel, nicht selten auch selbst schon Eltern. Sie sind eine Gruppe, die, wenn wir die Gelegenheit beim Schopfe packen, durch sorgfältige und begeisternde Lehre zu wirkungsvollen Kommunikatoren von Wissenschaft werden. Das mag trivial klingen, aber wir sollten uns wirklich immer wieder daran erinnern. Sie können, wenn wir uns anstrengen, in Ihren so unterschiedlichen Lebenswelten davon berichten, dass es sich lohnt, sich mit Wissenschaft gerade auch in den MINT-Fächern auseinanderzusetzen. Ich schließe mit ganz wenigen Details, die einiges über den erfolgreichen performativen Stil von Katharina Anna Zweig verraten. Sie benutzt zum Beispiel häufig die Formulierung der entseelten Entscheidung, um die Arbeit von Algorithmen zu charakterisieren. Kulturkritische Besserwisser werden hier sofort einschnappen. Da haben wir sie, die kalte, schöne neue Welt der Maschinen, die dem Menschen alles Menschliche rauben werden. Aber entseelt bilanziert bei Frau Zweig eben nicht nur dystopische Verluste, sondern zum Beispiel auch die Möglichkeit, zu gerechteren Urteilen zu kommen und ressourcenschonendere Verfahren zu entwickeln. Allein mit dieser Formulierung also werden unsere Denkroutinen ins Stolpern gebracht und es regt sich Lust darauf, noch einmal neu nachzudenken.
auf der vorbildlich gestalteten Webseite, auch das ist nicht selbstverständlich, des Studiengangs Sozioinformatik liest man am Ende, ich zitiere, noch Fragen. Wenn auch Sie als Sozioinformatikerin Gesellschaft mit Hilfe der Informatik gestalten wollen, laden wir Sie herzlich zu einem Informationsgespräch ein. Auch hier zeigt sich en Miniatur, was die wissenschaftskommunikative Strahlkraft von Frau Zweig auch ausmacht. In einer Branche, in der nicht wenige in quasi evangelikaler Manier zu predigen pflegen oder sich in Details verlieren, lädt sie mit tatkräftiger Klarheit zum Nachfragen und Nachdenken ein. Das werden Sie gleich noch sehen. Sehr herzliche Glückwünsche aus der gesamten Jury an die diesjährige Kommunikator-Preisträgerin. Und ich bitte jetzt zur Preisverleihung. Zweig, normalerweise lese ich die gesamte Urkunde vor. Das interessiert aber im Allgemeinen keinen. Deswegen nur ganz kurz, es ist der Wissenschaftspreis des Stifterverbandes 2019, der 20. der ihn von der DFG, unterschrieben von Herrn Strohschneider und im Stifterverband überreicht wird. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, Herr Kramer. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Strohschneider. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Schon ein bisschen eingeguckt und noch nicht viel verstanden. Ich hoffe, der Künstler erklärt. Und hier auf dieser Seite, da müssen Sie hier auf die andere Seite stellen, finden Sie das Hologramm von Herrn Leinberg. Aber ich glaube, das werden Sie wahrscheinlich später in Ruhe anschauen und dann auch mitnehmen, beziehungsweise wird es Ihnen auch zugeschickt. Herzlichen Dank. Das auch ich. Das ist meins. Danke schön. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, denn in diesen Wochen ist natürlich viel passiert. Und unter anderem wurde ich in einem Interview gefragt, warum machen Sie eigentlich Wissenschaftskommunikation? Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Frage und habe darüber noch mal ein bisschen nachgedacht. Denn wenn wir ehrlich sind, gibt es ja Leute, die dafür Profis sind. Und wir sind nur Laien, denn die Kommunikation selbst haben wir ja nicht gelernt. Brauchen wir also wirklich aktive Wissenschaftlerinnen in der Wissenschaftskommunikation? Also meine Wissenschaftskommunikationserfahrung hat ziemlich früh angefangen. Diese Bücher hatten wir zu Hause. Damals, liebe Kinder, meine Kinder sind heute auch da, da gab es noch nicht so viel Kinderfernsehen. Und das ist, war so eins der wenigen Sachen, die wir sehen konnten. Löwenzahn, das Yps-Magazin, vielleicht auch mal die ein oder andere Mickey Maus, wo man ein bisschen was lernen konnte. Und als ich dann älter wurde, habe ich natürlich Abos gehabt von der Bild der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft. Und auch heute noch folge ich gerne Wissenschaftsjournalisten, die mit ganzem Herzblut dabei sind. Und Lars Fischer ist einer von denen, den ich auf Twitter folge. Chemiker mit Leib und Seele, Wissenschaftsjournalist, der auf sozialen Medien eben auch dafür Werbung macht, für seine Artikel, für seine Sichtweise. Der versucht uns zu erzählen, wie die Klimakatastrophe aussehen könnte und sich einsetzt. Und auch in der Digitalisierung gab es vor 10 Jahren eine kleine Insel von Leuten, die das wirklich gut gemacht haben, nämlich bei Spiegel Online. Da war Konrad Lischka und ich war sehr stolz, als er eine von unseren Pressemitteilungen in Heidelberg aufgenommen hat und tatsächlich über meine Forschung geredet hat. Und Christina Elmer war damals die Chefin von der Digitalisierungssparte bei Spiegel Online und die haben ihren Job
wirklich gut gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, damit kann ich mich zufrieden geben, immer mal wieder eine Pressemitteilung machen. Ich komme selber aus dem Journalistenhaushalt. Ich hatte mir das Leben als Forscherin also ein bisschen ruhiger vorgestellt. Ja, mal eine Pressemitteilung hier und da, und wenn man Glück hat, dann wird das von einem kundigen Wissenschaftsjournalistenteam aufgenommen und dann guckt man, kann man natürlich noch mal ein Interview geben oder so. Ja, und Sie haben es schon gehört, 2011 ging es dann los mit Büchern wie Die Filterblase. Und 2011 bis heute haben wir unzählige Diskussionen, Panels zu diesen Themen gehabt. Gibt es diese Filterblase nun oder nicht? Und es gab nicht so viele Wissenschaftsjournalisten oder Journalisten im Allgemeinen, das ging jetzt plötzlich in die Feuilletons, die sich mit diesen Themen auskannten. Und ich habe von damals keine Headlines mehr gefunden. Es ist noch viel schlimmer. Ich habe eine von vorgestern und die zeigt Ihnen das ganze Ausmaß. Republican Senator wants Google and Facebook to have algorithm-free options. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie lachen. Wenn Sie den Witz nicht verstanden hätten, hätte ich noch mal bei A wie Algorithmus anfangen müssen. Veterinärmedizinstudium. Das geht natürlich nicht. Ja, wenn wir Millionen, Milliarden von Webseiten haben und die durchsuchen wollen, dann braucht es Computer, die das tun. Es ist klar, was gemeint ist. Das wirklich Irritierende an dieser Schlagzeile ist, dass auch in dem Artikel von Bloomberg, ja nun auch keiner kleinen Klitsche, nicht einmal drin steht, dass das völliger Unsinn ist. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und dann denkt man, vielleicht muss ich da doch mal ran. Vielleicht gibt es so Themen, über die wir mitreden müssen. Da ist einfach eine Lücke. Es sind nicht genügend Journalistinnen und Journalisten da, die diese Themen schon so weit durchdrungen haben, dass sie so einen Unsinn aufdecken können. Also, Wissenschaftskommunikation braucht aus meiner Sicht aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann, wenn Sachthemen nicht oder nicht korrekt, nicht richtig behandelt werden und da einfach noch nicht genügend Journalistinnen nachgewachsen sind, die diesen Inhalt vermitteln können. Und auch da muss ich sagen, so einen Preis, den gewinnt man ja nicht alleine, sondern ich habe mit unglaublich vielen Menschen zusammengearbeitet und ich werde Ihnen im Verlauf meiner Dankesrede ein paar von Ihnen vorstellen. Das ist Martin Gora von Wissenschaft im Dialog. Mit dem haben wir schon einige Diskussionsformate jeweils rund um die Wissenschaftsjahre gemacht. Und das ist ein Profi und die sehen halt, wo sind Lücken, wo sind Inhalte und suchen dann Personen, die das führen können. Auch Ingrid Scheithauer, die ein ganz wunderbares Format geschaffen hat, nämlich die sogenannte LPR Forum Medienzukunft. Eine unglaublich weitsichtige ehemalige Journalistin, die schon 2009 Themen hatte wie Netzgesellschaft auf der linken Seite, Netz und Neuronen, Netzverfassung, Wähler im Netz. Ja, und die hatte jetzt die Idee 2016, ich könnte auch mal was erzählen zu Ethik und Algorithmen. Jetzt muss ich sagen, als Informatiker haben wir genau so viel Ausbildung zum Thema Ethik. Zu Algorithmen kann ich was sagen. So, Ethik und Algorithmen, wie mache ich denn das? Ich zeige Ihnen mal die erste Folie von diesem ersten Vortrag zum Thema Ethik und Algorithmen. Hauptsache Aristoteles ist klar und deutlich zu sehen. Dann weiß jeder, es geht um Ethik. Mit dem Text bin ich ganz zufrieden. Ist ein Algorithmus überhaupt etwas, das handeln kann? Braucht es Verantwortungsbewusstsein oder nicht? Aber ganz ehrlich, wenn wir nur auf diesem Niveau reden, ich habe keine echte Ahnung von Ethik, und danach gehen Sie raus und haben keine echte Ahnung, was Algorithmen sind und wie die handeln oder was sie tun und was sie nicht tun, dann ist niemandem geholfen. Das Was reicht nicht aus, sondern Sie brauchen auch ein Wie, eine neue Form. Wissenschaftskommunikation braucht daher aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um neue Erkläransätze zu finden. Denn sonst lesen Sie nochmal im Feuilleton, dass Algorithmen sind wie Kochrezepte. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist keine gute Analogie und sie wird sie auf die falschen Fährten locken. Und deswegen braucht es uns an diesen Stellen, um auch über die Form nachzudenken. Naja, und das will ich jetzt mal mit Ihnen gemeinsam machen.
Und dazu brauchen Sie alle diese Broschüren, diese Umschläge, die Sie bekommen haben. Wir sind zu schnell reingegangen. Und Sie brauchen nicht nur die Broschüre, sondern auch dieses kleine Holzstäbchen und zwei Klebestreifen. Wenn ich auf Twitter schreibe, ich Schaschlik spieße heute mal wieder, dann ist es genau diese Übung, die wir jetzt gleich zusammen machen werden. Ich möchte Ihnen erzählen, wie die Ethik tatsächlich in den Rechner kommt. Frau Griem hat es schon gesagt, wir kümmern uns vor allen Dingen um Software, die über Menschen entscheidet, die auch tatsächlich in den USA vor Gericht schon eingesetzt werden. Das sind sogenannte Rückfälligkeitsvorhersagealgorithmen. Das sind Algorithmen des sogenannten maschinellen Lernens. Der Computer soll also etwas lernen. Und das ist die Basis für das, was wir heute leicht übertrieben künstliche Intelligenz nennen. Und wie das funktioniert, ist im Wesentlichen so. Stellen wir uns vor, dass diese Smileys alles Menschen sind. Und laut Geheiminformationen können wir bei allen Menschen einfach zwei Hormone messen im Blut, Kriminolin und Sanftosan. Und dann können wir uns angucken, welche von diesen Personen tatsächlich schon verurteilt wurden als Kriminelle und nicht. Und per Auge sehen Sie jetzt schon, dass es da anscheinend ein Muster gibt. Und Algorithmen des maschinellen Lernens sind verschiedene statistische Verfahren, die versuchen, diese Muster in den Daten zu finden. Und eine der einfachsten Methoden, um das zu tun, oder eine, der für auf jeden Fall für dieses Beispiel am einfachsten ist, ist eine sogenannte Support Vector Machine. Und Sie werden jetzt meine Support Vector Machine sein. Denn oftmals verbindet sich hinter einem großen Namen eigentlich gar nichts Schwieriges. Sie werden jetzt also diesen Schaschlik-Spieß so auf den Daten anbringen, dass Sie finden, dass die roten Smileys möglichst gut von den grünen Smileys getrennt sind, also möglichst sortenrein. Wenn Sie damit zufrieden sind, dann einfach festkleben rechts und links. Also den Schaschlik-Spieß nehmen. Hier in der ersten Reihe nicht einfach durchknicken, gell, dann geht es zwar schöner, aber nichts da. Ja, siehst du, das sieht doch schon sehr schön aus. Hier wird wieder abgeguckt, nichts da. Es wird natürlich nachher bewertet und Sie bekommen alle ein kleines Zertifikat. Wir können auch ECTS-Punkte haben. So. Da vorne wird noch diskutiert. So, eine Support Vector Machine versucht, es ist ein Verfahren, das versucht, Trennlinien zwischen zwei verschiedenen Gruppen oder auch mehr verschiedenen Gruppen zu finden. Und wir nennen das Trainieren. Und Sie alle haben jetzt durch das Festlegen dieser Linie Ihre persönliche Support Vector Machine trainiert. Sie haben eine Entscheidungsregel gefunden. Denn ich stelle Ihnen jetzt Frau Müller vor. Frau Müller hat 5,5 Mikroliter Sanftosan im Blut und 4 Mikroliter Kriminolin. Sie sitzt da. Also auf der X-Achse bis zur 5,5 gehen und dann 4 Kästchen nach oben. Hier 4 Kästchen nach oben, da ist das X. Finden Sie Frau Müller bei sich und stellen Sie fest, ob Frau Müller auf ihrer grünen Seite liegt oder auf ihrer roten Seite von dem Stäbchen. So, wenn Sie alle Frau Müller gefunden haben, bitte ich um Handzeichen. Wer hält Frau Müller für eine unschuldige Bürgerin? Das sind ziemlich viele. Wer hält sie für eine Kriminelle? Das sind auch welche. Die Nasenspitze entscheidet. Wie konnte das passieren? So eine klare Ansage. Naja, war nicht so klar. Ne? Ich habe nur gesagt, machen Sie mal so, wie Sie denken.
Und tatsächlich, so wäre das, das ist so meine Standardlinie, die ich legen würde, macht ja jede Linie Fehler. So, und zwar zwei verschiedene Arten von Fehler. Einmal haben wir bösartige Kriminelle, das sind die Quadrate unter der Linie. Und wir haben unschuldige Bürger, die für kriminell gehalten wurden. Und tatsächlich gab es keine Linie, die sie perfekt hätten durchlegen können. Das heißt, sie müssen sich entscheiden. Und selbst wenn wir jetzt angenommen hätten, dass beide Fehlersorten gleich schlimm sind, dann hätte es immer noch drei verschiedene Linien gegeben. Und aus didaktischen Gründen sitzt natürlich Frau Müller genau zwischen diesen Linien. Deswegen gibt es immer welche, die sie für kriminell halten. Also erste Lektion, selbst wenn wir uns ziemlich gut darüber unterhalten hätten, was ein Fehler ist, wie das zu gewichten ist, dass wir das optimieren wollen, hätten wir immer noch auf unterschiedliche Entscheidungsregeln kommen können. Und das passiert tatsächlich auch in echt. Ja, aber noch viel wichtiger ist die Frage, sind denn überhaupt beide Fehler gleich zu bewerten oder nicht? Nun ja, darüber kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und William Blackstone, ein Rechtsphilosoph von 1760, sagte, it is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Also lieber 10 Schuldige freilassen, als dass ein Unschuldiger leide. Andere Personen der Weltgeschichte sehen das ganz anders. Das ist der Ex-Präsident Dick Cheney in einem Interview zur Legalität von Guantanamo Bay befragt, I am more concerned with bad guys who got out and released than I am with the few that in fact were innocent. The few, die wenigen, die dann vielleicht möglicherweise unschuldig seien, schätzt man heute so auf 25%. Die beiden würden also ihr Stäbchen sehr unterschiedlich legen. Und die Message an Sie ist, egal wie Sie Ihr Stäbchen gelegt haben, Sie haben eine moralische Entscheidung getroffen. Sie haben nämlich abgewogen, wie Sie diese Fehlertypen für sich bewerten. Und vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn es um Terroristen und unschuldige Bürger ginge oder um Kriminelle, von denen die eine Sorte wieder rückfällig wird und die andere zwar auch kriminell war, aber nicht mehr. Das heißt, diese moralischen Entscheidungen sind Ihre Entscheidung. Und Sie können es uns als Informatiker sagen, wie Sie es haben wollen. Dazu brauchen Sie kein technisches Wissen. Und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Sie alle werden mitgestalten können, wenn Sie es wollen. Denn die technischen Anteile, die sind gar nicht so kompliziert. Aber diese Entscheidung, was Sie für richtig halten und wie Sie wollen, dass die Maschine entscheidet, das müssen Sie mit uns zusammen machen. Denn wie gesagt, Ethikausbildung in der Informatik ist nicht so unser Hauptding. Also, was durch eine künstliche Intelligenz optimiert werden soll, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Das Wie entwickle ich natürlich nicht nur für solche Vorträge, sondern auch, wenn Dr. Kriebel auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich will da so eine Ausstellung machen. Sie ist Kunsthistorikerin und hat auch herausgefunden, dass sie etwas tun muss, damit Menschen verstehen, was Big Data ist. Und ich hatte die große Freude, sie dabei unterstützen zu dürfen. Wir haben eine wunderbare Broschüre gemacht mit einem meiner besten Mitarbeiter, Tobias Kraft, ist heute auch da, mit dem ich viele dieser Projekte durchgeführt habe. Und das hat angefangen als ein Studierendenprojekt, denn es ist mir wichtig, dass ich meinen Studierenden in vielfältigen extracurricularen Projekten immer wieder anbiete, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Hier sind zwei meiner Studierenden, helfen mir bei einer Dokumentation fürs ZDF. Wir haben eine Redaktionsgruppe für die Gesellschaft für Informatik, den Informatikradar, und wir haben jetzt gerade eine Gruppe gehabt, die für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Fachkonzept gemacht hat. Also hier geht es auch schon weiter. So, und glücklicherweise habe ich inzwischen Unterstützung. Es gibt sie inzwischen, die AI-Journalisten und Journalistinnen. Ich möchte insbesondere nennen Manuela Lenzen mit ihrem Buch Künstliche Intelligenz, selber Philosophin. Christoph Kuklick, der Chefredakteur von GEO mit Die granulare Gesellschaft, was wir bis heute in jedem Einführungsjahrgang für die Sozioinformatik verwenden, weil wir es so toll finden. Eva Wolfangel ist gerade zum European Science Writer geworden, schreibt sehr gute Artikel über künstliche Intelligenz, da können Sie sich immer gut informieren. Und auch im Radio gibt es viele, die sich
eingearbeitet haben, zum Beispiel Maximilian Schönherr. Kann ich mich jetzt zurücklehnen? Kann ich wieder in mein Elfenbeintürmchen? Würde ich ganz gerne, aber naja. Auch wenn super viele Frauen inzwischen dazugekommen sind, hier Theresa Hanek möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen, Buchautorin mit zwei wunderbaren Büchern zum Thema maschinelles Lernen und Entscheidungen durch Maschinen.